Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich darf Nils Oskamp begrüßen, der uns aus seiner Graphic Novel Drei Steine vorlesen wird. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Es ist eine autobiografische Graphic Novel gegen Rechts und eine Geschichte eines Opfers rechter Gewalt. Es ist eine Geschichte über das Wegschauen, aber auch über Freundschaft, Mut und Zivilcourage. Nils Oskamp sagte klar und deutlich seine Meinung gegen Nazis und geriet damit in Lebensgefahr. Die Geschichte spielt in den 1980er Jahren in Dortmund-Dorstfeld, wo Nils Oskamp aufgewachsen ist. Es ist ein Stadtteil, der immer wieder für negative Schlagzeilen sorgt. Der Spiegel bezeichnete den Stadtteil 2019 als Nazi-Kiez, als Nazi-Hochburg. Es gab und gibt Todesdrohungen, Körperverletzungen und Morde. 2006 wurde beispielsweise Mehmet Kubacik von Mitgliedern der rechtsextremen Terrorgruppe NSU in seinem Kiosk getötet. Nils Oskamp studierte im Ruhrgebiet Grafikdesign mit dem Schwerpunkt Illustration und später Trickfilm in Hamburg. Für seinen Abschlussfilm Woody gewann er den Hamburg Animation Award. 2016 erhielt er für Drei Steine dann den Rudolf Dierks Award in der Kategorie Beste Biografie. Rudolf Dierks war deutsch-amerikanischer Comic-Pionier und wird mit diesem Preis jährlich geehrt. Nils Oskamp engagiert sich an Schulen im ganzen Bundesgebiet mit pädagogischer Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus. Mein Name ist Sabine Demser. Ich begleite Sie heute Abend durch diese Veranstaltung und werde dann Ihre Fragen aufgreifen. Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung. Nils, schön, dass du da bist. Ein gutes haben Online-Veranstaltungen ja auf jeden Fall. Bei der jetzigen Wetterlage hättest du gar nicht anreisen können nach Stuttgart. Und von daher ist es doch schön, denn du sitzt in Hamburg und da ist sicherlich auch viel Schnee. Ja, du wirst uns aus deiner Graphic Novel vorlesen und zudem hast du uns auch neues Material mitgebracht zu der internationalen Fassung, an der du gerade arbeitest. Und deswegen übergebe ich jetzt auch direkt an dich und wünsche uns allen eine interessante Lesung. Ja, vielen Dank und Sabine, vielen Dank für die schöne Einführung und ich möchte mich echt herzlich bedanken. Letztes Jahr war ich in Böblingen in der Nähe von Stuttgart mit meiner Ausstellung und habe dort auch an Schulen gelesen. Dann kam der erste Lockdown und wurde vieles abgesagt. Dann war ich aber im Herbst noch mal unterwegs in Baden-Württemberg und dort waren wir auch in Singen, Hohenettwil, haben da noch mal eine Live-Lesung gemacht. Ich habe auch Cartoon-Workshops gemacht im Böblinger Landkreis und ja, ich freue mich eigentlich auch dorthin zu kommen. Klar, wäre die Anreise jetzt schwierig geworden. Was mir jetzt zu der Zeit auffällt, ich sehe einige Parallelen zu der Zeit, wie meine Geschichte spielt. Also meine Zeit zu der Geschichte ist 1983 bis 1985. Was wir in dem Buch sehen, auf 144 Seiten komprimiert, ist eigentlich die Geschichte von 2 Jahren. Und die habe ich dramatisiert, eher nicht in dazu erfinden, sondern dramatisiert in weglassen, wo ich dann viele Szenen weggelassen habe, weil man muss jetzt nicht 10 Schlägereien zeigen, sondern es reicht einfach zweimal zu zeigen, um zu zeigen, das ist die Grundintention dahinter. Damals waren es halt Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien, die zur Gewalt aufgerufen haben. Also diese Umvolkung, das Einsetzen von Gastarbeitern, um den Deutschen zu entmachten, das war da zu unserer Zeit das Problem. Dortmund hatte aufgrund der Schließung der Zechen 10 Jahre zuvor, ab den 70er Jahren und dann zu der Zeit, als ich in der Schule war, eine Arbeitslosenquote von bis zu 29%. Und das hat den Rechten dann sozusagen die Argumentation leichter gemacht. Hier gibt es irgendwie eine Anmerkung wegen Ton oder hat es den Rechten dann leichter gemacht, quasi ihrer Argumentation zu folgen. Das heißt quasi, der Gastarbeiter da vorne, der nimmt deinem Papa den Arbeitsplatz weg. Und das Gleiche haben wir da 2015 wieder miterlebt mit der Flüchtlingskrise, wo es dann hieß, dann war es der Flüchtling, der den anderen die Butter vom Brot weggenommen hat. Und jetzt haben wir wieder Verschwörungstheorien, die auch antisemitisch sind, QAnon etc. in der Corona-Krise, Merkel-Diktatur. Eine große Parallele, die sich da aufzieht, auch zu dem Aufstieg der NSDAP, die ja quasi bis 1927, bis zur Weltwirtschaftskrise, Black Thursday,
nur eine Splitterpartei war, eine Randpartei und danach quasi mit dem, ja, mit der hohen Arbeitslosenquote und mit der hohen Inflation dann die jüdische Weltverschwörung quasi propagiert haben und dann 1933 Machtergreifung Hitler. Und 1983, wo meine Geschichte spielt, da sehen wir dann auch noch Parallelen, da waren Altnazis, wie zum Beispiel auch ein Lehrer von mir, immer noch in Amt und Würden und haben für die Radikalisierung mit beigetragen. Und das war damals die erste Generation der Neonazis, die damals rangebildet wurde, noch von ehemaligen alten Kameraden. Unter anderem auch die Borussenfront, die Nazi-Hooligans und nochmal zu dem Begriff Nazi-Kiez Dortmund-Dorstfeld, das ist eine Eigenbezeichnung der Partei Die Rechte, das hat der Spiegel nur erwähnt. Ein Dorstfelder würde das nie behaupten, weil in Dortmund sind ungefähr nur 30 gewaltbereite Neonazis, die fast 600.000 Einwohnerstadt in Verruf bringen. Und ich würde jetzt einfach anfangen, zum Einstieg den Trailer zu zeigen und danach beginnen wir dann gleich mit der Lesung. Und jetzt den Trailer bitte. Dortmund, Anfang der 80er Jahre. Wegen der hohen Arbeitslosigkeit nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis leichtes Spiel. Als ich in der Schule meine Meinung dagegen äußerte, hätte mich das fast umgebracht. Ja, vielen Dank dazu. Und jetzt beginne ich mit der Bildschirmübertragung und dann beginnen wir gleich auch mit der Lesung. So, und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise zurück in das Jahr 1983 an der sogenannten Wilhelm-Busch-Realschule. Die Wilhelm-Busch-Realschule im Dortmunder Westen, Dortmund-Dorstfeld, benannt nach dem Großvater des Comics, den Zeichner von Max und Moritz, dort, wo leider Comiclesen verboten war. Ich hatte ungefähr ein Jahr darauf gewartet, dass der neue Asterix erscheint. Auf dem Weg zur Schule habe ich ihn mir am Kiosk gekauft und wollte ihn in der 10-Uhr-Pause lesen. Ich setzte mich hin und amüsierte mich königlich darüber, wie sich Asterix und Obelix wieder in die Köpfe kriegen. Und dann kam sie an, meine Lieblingslehrerin. Ich habe sie Frau Kunz genannt im Comic, doch eigentlich hieß sie Frau Schmidt. Sie riss mir sofort das Heft aus der Hand und sagte dann: Was ist denn das für eine Schundliteratur? Bumpenzack, das ist doch gar kein Deutsch. Ohne Grammatik. Ohne vernünftigen Satzbau. Diese Comics führen zur Verrohung der Sprache der Schüler. Und so sagte sie mir den nicht ausgelesenen Asterix ein. Es war aber nicht verboten zu denken. Ich dachte mir: Frau Kunz, du blöde. Es war aber auch leider nicht verboten, an dieser Schule Heil Hitler zu rufen. Da hatten wir dann den Geschichtsunterricht beim stellvertretenden Geschichtslehrer, den Konrektor der Schule. Und er referierte über die NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg und über den Holocaust. Und er sagte: Während des Holocaust wurden über 5 Millionen Juden in Lagern wie Auschwitz vernichtet. Die meisten Opfer starben in den Gaskammern. Diesen geplanten Völkermord, und dann klingelte es. Und diese Stunde war zu Ende. Der Lehrer gab noch beim Hinausgehen eine Aufgabe auf. Aufgabe zur nächsten Geschichtsstunde, eine schriftliche Zusammenfassung. Und auf einmal schritt dieser neue Mitschüler nach vorne und
Ich kannte ihn kaum. Sein Name war Andreas. Andreas war erst seit 2 Wochen bei uns an der Schule. Und das Einzige, was ich von Andreas wusste, dass er reihenweise von anderen Schulen runtergeflogen ist und dass sein Vater Polizist war. Und warum er von den Schulen runtergeflogen ist, das sollten wir gleich erfahren. Er sagte dann, die Geschichte stimmt so nicht. Auschwitz hat nie existiert. Es ist eine reine Propagandalüge der Besatzungsmächte, um deren eigenen Kriegsverbrechen zu vertuschen. Ich habe beide Bücher gelesen. Karl Marx, Das Kapital und Hitlers Mein Kampf. Das einzig wahre Buch ist Mein Kampf. Ich dachte nur, seit 2 Wochen ist der es hier und er faselt so einen Quatsch. Wer Mein Kampf kennt, der weiß, dass Hitler nie so etwas wie Auschwitz gemacht hätte. Und Dirk, der war schon der Klassenschläger seit der Grundschule, brauchte nur 2 Wochen ans rechte Ufer rüber zu schwimmen. Mit ausgestreckten Armen gröhlte er: Deutschland, erwache. Wir waren damals 13 Jahre alt. Ich konnte es nicht glauben. Ich nur so, jetzt reicht's. Halt die Klappe, Schiefer. Massenmörder verehrt, bist du wohl bekloppt? Karl Marx gelesen mit 13 Jahren. Wie willst du das denn gemacht haben? Du bist doch schon beim Telefonbuch gescheitert. Nicht mal bis zum Buchstaben C bist du gekommen, du Analphabet. Die anderen Schüler lachten ihn aus. Er war blamiert und sagte nur so, Vaterlandsverräter. Und wie sein großes Vorbild Adolf Hitler machte er sich nie selber die Finger schmutzig und schickte erstmal Dirk auf mich. Er hat die Ehre Deutschlands beschmutzt. Lass ihn dafür büßen. Bleib stehen, du feige Sau, sagte Dirk. Und Dirk war ein ziemlich einfältiger Kerl. Er wusste ziemlich wenig. Er wusste auch nicht, dass ich mal jahrelang Judo gemacht hatte. Und so landete Dirk erstmal kopfüber im Klassenschrank. Einen dummen Spruch gab es immer gratis bei mir. Ey, du fliegendes Schwein, hat dir Mama nicht beigebracht, dass du dich mit Stärkeren anlegen sollst? Ha, Dirk mochte ich schon lange nicht. Er hat in der Grundschule schon angefangen, kleinere Schüler zu verprügeln. Und dann war Schulschluss. Dirk versuchte noch hinter mir herzurennen. Und mein Schulweg, der führte auch immer über Unterdorstfeld. Unterdorstfeld, ist bekannt durch die Emscher Straße. In der Emscher Straße sind heute in mehreren Häusern die Nazi-WGs. Da ist die Parteizentrale Die Rechte. Dort ist auch das Magazin NS Heute. Auch dieser Internetversandhandel mit Nazi-Devotionalien, Patriotenpropaganda. Früher hieß das Ding antisem.org. Dort wurden auch die Möchtegern-Musiker von den Neonazi-Bands Euxedi und Weiße Wölfe. Unweit davon ist der Wilhelmplatz. Der Wilhelmplatz, dort baut die Partei Die Rechte dann auch öfters ihren Stand auf. Und schräg gegenüber vom Wilhelmplatz ist der Platz der Synagoge. Heute ist dort ein Mahnmal. Doch früher, als ich da durchgefahren bin zu meiner Schule, war dort einfach nur eine Wiese mit einem Baum und ein Straßenschild, Platz der Synagoge, ohne Erklärung, warum das Ding so heißt. Und da steht keine Synagoge. So machte ich mich auf in die Stadtbücherei und dann habe ich das erste Mal darüber gelesen, wie am 9. November 1938 in ganz Deutschland die Synagogen zerstört wurden und Hunderte von Menschen starben. In dem gleichen Buch war auch ein Bild von der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, ein großer Mahnstein, wo kleine Steine niedergelegt wurden von Angehörigen zum Gedenken. Das Gleiche habe ich auch immer am jüdischen Friedhof gesehen. Am jüdischen Friedhof, das war der südliche Part des Dorstfelder Friedhofs, der inzwischen ein Park war. Es gab lange kein jüdisches Leben mehr in Dortmund-Dorstfeld, aber ab und zu waren dort immer wieder neue Steine. Als ich morgens zur Schule fahre, war es noch dunkel und ich habe nicht gesehen, was vorher passiert ist am Wochenende. Die Neonazis hatten den jüdischen Friedhof geschändet. Mit schwarzen Sprühdosen war draufgeschmiert: Juden raus, Hakenkreuze. Die Grabsteine waren umgetreten und aus den Verankerungen gerissen. Und von allem, ich mochte diesen Platz. Im Sommer habe ich dort immer Comics gelesen. Mein Vater hatte auch was gegen Comics. Und dieser Platz war jetzt irgendwie zerstört. Und von einem Grabstein, den ich zuvor gesehen hatte, der nun umgetreten war, dort waren vorher auch immer 3 Steine des Gedenkens niedergelegt. Und diese 3 Steine lagen nun im Dreck. Die habe ich dann aufgegriffen und in meine Jackentasche gepackt. Und dabei dachte ich mir, es gibt hier keine Gräber nach 1938. Wenn es hier seit 45 Jahren kein jüdisches Leben mehr gibt, wie kann man dann behaupten, dass es so etwas wie den Holocaust nie gegeben hat? Ein paar Tage später, 10 Uhr Pause, Schultoilette.
immer ein bisschen dreckig und stinkig. Das war sie immer. Bevor Andreas da war, waren da auch immer irgendwelche Schmierereien wie BVB ist toll, Schalke ist doof, AC/DC, Modern Talking ist doof. Doch nun, seitdem Andreas an der Schule war, kamen immer mehr SS-Runen, Hakenkreuze und die Aufkleber der sogenannten FAP, der Freiheitlichen Arbeiterpartei Deutschlands. Es war eine Neonazi-Partei, die Ende der 70er Jahre auch von Christian Worch gegründet wurde, der vor ein paar Jahren die Partei Die Rechte gegründet hat. Und der damalige Spitzenkandidat sozusagen, das war SS Siggi, Begründer der Borussenfront. Für die FAP, wie auch jetzt für die Partei Die Rechte. Ich machte mich gleich an die Verschönerung des Hakenkreuzes mit einem Haus vom Nikolaus. Ich wollte den Aufkleber gerade abreißen, dann knallte auf einmal die Tür auf. Pock! Und da standen die beiden. Dirk und Andreas. Heute bekommst du deine Abreibung, du Vaterlandsverräter. Und ich so, oh, dick und doof sind auch wieder da, kann gleich losgehen. Doch zu früh gefreut. Also vor Andreas hatte ich überhaupt keine Angst, da ging mir gerade mal bis zur Brust. Und mit Dirk hatte ich schon seit der Grundschule meine Probleme. Doch zu früh gefreut. Lise, ein anderer Klassenkamerad, hatte sich in der Toilette versteckt und nahm mich sofort in den Schwitzkasten. Und Dirk konnte dann ohne Gefahr von Judo fleißig auf mich hineinprügeln. Ich ging zu Boden. Dummen Spruch konnte ich immer noch. War das schon alles? Ihr kämpft ja echt wie Luschen. Und Andreas, der tapfere arische Herrenrassenkrieger, hielt von innen die Tür fest und feuerte seine Schergen an. Jetzt macht ihn endlich fertig! Ich kriegte ein paar Dinge ab, ich verlor die Besinnung. Ich bin einige Zeit später auf dem Toilettenboden wieder wach geworden. Ich rappelte mich langsam nach oben, ging zum Waschbecken, spuckte ein bisschen Blut hinein und bewunderte mein neues blaues Auge. Ich wusch mir das Gesicht und machte mich zurück zum Unterricht. Und da war sie wieder, meine Lieblingslehrerin. Sie guckte nur auf ihre Uhr und sagte verächtlich, ihr habt eine halbe Stunde zu spät zum Unterricht. Das gibt einen Eintrag ins Klassenbuch. Frau Kunz, ich wurde von diesen Schweinen da hinten zusammengeschlagen. Das kann gar nicht sein. Deine Mitschüler waren pünktlich in der Klasse. Du rechtfertigst also deine Unpünktlichkeit mit falschen Anschuldigungen gegen deine Klassenkameraden. Setz dich sofort hin! Haben Sie nicht verstanden, was ich gerade gesagt habe? Ich wurde von denen in der Toilette verprügelt. Schluss mit dem Unsinn! Das gibt einen Tadel und einen blauen Brief an deine Eltern. Sie nur so, ja, wenn Sie mir wirklich einen Gefallen tun wollen, dann schmeißen Sie mich doch endlich von dieser Schule. Das reicht, Frau Skamp! Eine Woche nachsitzen bis 3 Uhr. Frau Schmidt hatte jeden Morgen, also sie hieß Frau Kunz im Buch und eigentlich hieß sie Frau Schmidt, die hatte jeden Morgen 2 Zehen Knoblauch gegessen und kann man sich vorstellen, wie das gerochen hatte. Ich hätte mir beinahe auf die Turnschuhe gekotzt. Na, dann habe ich wenigstens nicht zur gleichen Zeit Schulschluss wie diese Mistkerle, dachte ich mir. Es klingelte, die Schule war zu Ende. Ihr könnt alle nach Hause gehen, bis auf Ostkamp. Und die Nazis lachten mich aus, als ich rausging. Zu der gleichen Zeit habe ich von dem alten Fritz erfahren. Das war ein ehemaliger SS-Offizier, der wohnte in Dorstfeld am Vogelputzweg und bei ihm war jeden Mittwoch der Kameradschaftsabend. Beim alten Fritz trafen sich Nazis aus ganz Deutschland. Der alte Fritz hat versucht, im Dortmunder Westen die Nazi-Szene aufzubauen. Er hatte fast in jede Schule seine Anwerber reingekriegt. An der Realschule bei uns, da war es Andreas, aber auch in der Berufsschule oder auch in der Sonderschule, Hauptschule etc. Und einen von diesen Anwerbungsversuchen, den Andreas gemacht hat, habe ich nach einer 10-Uhr-Pause auch mal miterlebt. Nach der 10-Uhr-Pause, also vorher war das eine ganz normale Schule mit der komischen, hässlichen Mode, die es in den 80er Jahren gab. Ich hatte keine Kohle mehr, Lacoste und Checker zu kaufen, deshalb begnügte ich mich mit einer College-Jacke für 100 D-Mark, die ich mir selber gekauft hatte. Und dann, als Andreas kam, trugen immer mehr von den Jungs diese schwarzen und grünen Bomberjacken. Ein paar von denen auch die schwarzen Springerstiefel der Bundeswehr. Und dann nach und nach trugen auch immer mehr den Aufnäher, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und Andreas sprach einen Mitschüler an, der seit 2 Wochen die grüne Bomberjacke trug. Er sagte dann, hier, ich habe was für dich. Du hast dich als aufrechter Deutscher bewiesen. Das ist unsere Auszeichnung. Dieser Aufnäher, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Na prima. Und hier ist der Mitgliedsantrag für unsere Parteijugend. Ey, wow, danke. Und komm das nächste Mal mit zum Kameradschaftsabend beim alten Fritz. Jetzt haben wir Geschichte und jetzt haben wir Musik und Geschichte beim Volksgenossen Hinz. Ich kotze ab.
Setz dich zu uns, Kamerad, Nepperschlepper, Bauernfänger. Hinz hat an der Ostfront gekämpft, ein wahrer Held. Auch sein Bruder ist unserer Gesinnung und sitzt für die DVU im Stadtrat. Der Lehrer Hinz, den Namen musste ich auch ändern, der hieß eigentlich Stanko. Und Stanko war bis zu seiner Pensionierung an dieser Schule. Also er war auch ein Waffen-SS-Kämpfer gewesen, mit bei der Aktion Barbarossa beteiligt. Und er war so ein NS-Romantiker. Und sein Bruder saß wirklich für die DVU im Stadtrat, Deutsche Volksunion, auch in den 70er Jahren gegründet, hat sich vor 5 Jahren mit der NPD fusioniert. Und dann ging es in Unterricht. Ich freute mich schon. Musikalische Kulturgeschichte in Naziland. Andreas sagte sofort, als sie sich hinsetzten, die Neonazis saßen alle in der letzten Reihe. Da ist ja unser Vaterlandsverräter. Oskam, du Sau, nun kriegst du deine Lektion. Und dann kam Stanko auf einmal rein. Sie machten ihm die Tür auf, begrüßten ihn mit soldatischen Gruß und sagten dann, guten Morgen, Kameraden. Wir beginnen mit dem Deutschlandlied, geschrieben von Hoffmann von Fallersleben und der Melodie von Josef Haydn. Die ganze Klasse möge aufstehen. Die Liedtexte mit Noten wurden verteilt. Und er sagte, es ist leider offiziell untersagt, die erste Strophe zu singen. Und dann fingen sie an, Hand aufs Herz. Den Refrain der dritten Strophe. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und dann schwenkten sie sofort um in die erste Strophe. Deutschland, Deutschland über alles. Tja, normalerweise erkläre ich das hier an Schulen, das kann ich mir hoffentlich heute auch sparen, warum die dritte und nicht die erste Strophe. Ich suchte mein Herz. Links, rechts, konnte ich nicht mitmachen. Von vorne hörte ich die dritte Strophe und von hinten auch die erste Strophe mit dem Gebietsanspruch des Deutschen Kaiserreichs. Unser Lehrer war hellauf begeistert und sagte noch, ah, wie schön, und noch ein Lied, zu dem wir früher marschiert sind. Eins der wenigen alten Lieder, das deutsche Soldaten heute noch singen dürfen. Ich hatte einmal einen Kameraden, einen besseren Finzunit. Okay, das hatte ich schon mal im WDR gesehen, einer Fernsehübertragung vom Fahneneid der Bundeswehr. Ein Marschlied für gefallene Soldaten. Geht ja gerade eben noch. Aber was überhaupt nicht ging, das war das Bild auf dem Overhead-Projektor, wie ein Waffen-SS-Offizier seinen angeschossenen Kameraden über den Schützengraben schleppt, denn das Original hing übergroß in Öl geschmiert in der Reichskanzlei von Adolf Hitler in Berlin. Und sie fingen an zu singen. Und bei der Strophe, eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir, wurde ich noch direkt angesungen. Ich kotz ab. Und dann sagte Stanko, jawohl, meine Schüler, eine passende Überleitung zu unserer deutschen Geschichte. Hier sehen wir die Lage der Schlacht von Stalingrad. Normalerweise erkläre ich hier noch den Schülern in den Schulen bei den Lesungen die Machtergreifung der NSDAP von 1927 über 33 bis 38, 39, einen kurzen Abriss und dann auch noch, dass Adolf Hitler quasi auch immer Koliken hatte, deshalb den Arzt Morell hatte. Morell hatte ihn dann Pervertin und Kokain verschrieben, was nichts anderes ist als Methamphetamin, Crystal Meth, und er dann die Aktion Barbarossa 1942 gestartet hat, bis 90 Kilometer vor Moskau gekommen. Die wollten eigentlich in Richtung Aralsee, um die Ölvorkommen zu erobern, und doch dann kam der Winter und die deutsche Wehrmacht mit der 6. Armee wurde von der Roten Armee eingekesselt. Das war jetzt ein kurzer Abriss, das versuche ich den Schülern immer klarzubringen an den Lesungen, weil ich bin oft auch in 8. Klassen unterwegs und da ist das überhaupt noch kein Begriff. Und er sagte dann, jawohl, als meine Kameraden und ich mit der ganzen 6. Armee von den Russen eingekesselt waren, was hätte die Rettung bedeutet? Und Andreas, unser Nazi-Streber, zeigte auf und schnipste sogar und sagte, wenn General Paulus den Durchbruch trotz des Befehls unseres Führers gewagt hätte. Ja, denn er sagte wirklich unser Führer, als ob Adolf Hitler noch am Leben wäre. Ja, und der Führerbefehl, ja, lieber Tod als Gefangenschaft, kämpfen bis zum letzten Mann. Da hatten die Leute rund um Paulus natürlich keinen Bock drauf. Paulus hat sich ergeben. Er hatte dann Luxuskriegsgefangenschaft in der Datscha in der Nähe von Moskau. Und der Rest von der 6. Armee ging in die Gulags in Sibirien für jahrelange Zwangsarbeit. Doch die Legende des Durchbruchs aus dem Kessel von Stalingrad hat sich bei Alt- und Neonazis immer noch erhalten. Er sagte dann, ja genau, er hätte hier im Nordwesten durchbrechen sollen und von da aus hätten wir den Feind in den Rücken fallen können. Das wurde mir jetzt echt zu viel. Hunderttausende dort krepiert und die finden das auch noch toll.
Ich ließ mir was einfallen. Dann hatte ich einen zündenden Gag. Ich zeigte auf. Herr Stanko, ich habe mal eine Frage. Warum hatte Adolf Hitler eigentlich so einen kleinen Schnäuzer? Alle guckten sich zu mir um. Die ganze Klasse schwieg. Es war eine exakte Angabe für seine Penislänge in Zentimetern. Hä? Doch eigentlich wollte er so einen langen haben. Die ganzen anderen Schüler fingen auf einmal laut an zu lachen. Die Nazis waren bis auf die Knochen blamiert. Stanko schrie nur, Blasphemie, Verrat! Oskamp, raus aus meinem Unterricht! Ich war erleichtert. Na endlich! Ich wundere mich, dass ich immer noch so blaue Augen habe, nachdem ich so viel braune Kacke gesehen habe. Willkommen im deutschen Teich, Ende erster Teil. So, jetzt können wir mit der Frage-Antwort-Runde anfangen. Ja, vielen Dank. Da bin ich wieder. Genau. Erstmal vielen Dank für die erste Runde, Nils. Zum Einstieg eine Frage von mir. Graphic Novel, warum glaubst du, ist das eine gute Herangehensweise an so ein schwieriges Thema? Und wen willst du damit erreichen? Ja, ich denke, dass das Medium Comic an sich einen leichten Einstieg bietet in komplexe Zusammenhänge. Und es ist ein emotionales Thema und diese visuelle Erzählweise kann emotionale Themen mehr transportieren. Und das ist auch gerade für Schüler, Schülerinnen ein leichterer Einstieg, weil auch diese ganze Aufklärungsarbeit über den Nationalsozialismus ab 9. Klasse meistens mit sehr viel Textbüsten, mit historischen Fotos gemacht wird. Und da kann so ein Thema in einer Graphic Novel oder im Comic dann das schon mal auflockern und Interesse wecken. Das heißt, für dich steht im Vordergrund auch Aufklärung mit deiner Geschichte, wenn du in Schulen gehst, vor allen Dingen auch. Aufklärung. Genau. Aufklärung und natürlich auch Empowerment. Das sind die zwei Hauptaspekte. Aufklärung gegen rechte Gewalt, gegen Extremismus oder auch Aufklärung gegen diesen zermürbenden alltäglichen Rassismus, den viele Mitschüler miterleben. Also was rechte Gewalt angeht, rechte Gewalt bezieht sich zu 70% aus rassistischen Gründen und nur zu 15% auf politisch Andersdenkende. Ne, und die meisten Schülerinnen und Schüler, die haben halt Probleme mit rassistischer Gewalt, um die halt denen auch klarzumachen, hey Mann, das ist im Deutschen auch passiert, der auch Probleme mit diesen Rechten hatte. Und denen damit auch zu sagen, lasst euch nicht unterkriegen, ihr seid gut in dem, was ihr könnt, strengt euch in der Schule an und dann könnt ihr viel erreichen. Und darum geht es mir eigentlich. Lasst euch davon nicht unterbuttern. Ja. Wie groß ist die Community im Bereich Comics gegen rechts, Graphic Novels gegen rechts? Ich glaube, das könnte vielleicht auch eine Frage sein, die hier gestellt wurde. Kennen Sie Art Spiegelman? Ja, Spiegelman ist natürlich eine große Inspiration für mich gewesen, Spiegelman mit seinem Comic Maus, der auch einen Pulitzerpreis gekriegt hat. Art Spiegelman hat die Holocaust-Geschichte seines Vaters, seiner Eltern quasi, als Graphic Novel gebracht in zwei Bänden, hier im Rowohlt Verlag erschienen in Deutschland. Und ist sehr bedrückend. Er hat seinen Vater in Tonbandaufnahmen aufgenommen und ich habe auch dieses Buch Metamaus, jedem Interessierten kann ich das nur empfehlen, Metamaus. Dort ist eine CD-ROM drin, wo auch die Original-Tonbandaufnahmen von seinem Vater drin sind. Und ich war auch in Ravensbrück zum Beispiel im Konzentrationslager. Dort war auch seine Mutter interniert. Das ist eine sehr bewegende Geschichte, finde ich aber jetzt, ich sag mal, erst ab Sekundarstufe 2 empfehlenswert an Schulen. Für Sek 1 halte ich das noch zu heftig, die Geschichte. Danke. Ja, wir haben schon weitere Fragen, die ich jetzt einfach mal aufgreife und ich stelle meine Fragen auch später nochmal, vielleicht ergänzend. Wir haben eine Frage, wie kommt es in den Schulen an? Vielleicht auch daran gekoppelt nochmal die Frage danach, wie reagierst du, wenn unter den SchülerInnen Rechte oder Nazis sind, beziehungsweise wenn SchülerInnen rechte Ideologie gut finden?
Ja, okay. Erstmal, ich beantworte die erste Frage erstmal. Es kommt sehr gut an. Ich werde viel von vielen Schulen auch eingeladen, die aus dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage kommen, die dann auch eigene Courage-Gruppen haben. Natürlich passiert es auch immer wieder, dass ich ja, so rechte Statements habe unter den Schülern. Im Landkreis Aachen zum Beispiel, da sind die Freien Kameradschaften sehr aktiv. Der rechten Szene. Dort hatte ich auch in einer Aula von ungefähr 400 Schülern, dann waren sogar drei Gruppen dort. Und die haben versucht, auch da mit der Hufeisentheorie um sich zu schlagen, also dass Linksextremismus genauso gefährlich ist wie Rechtsextremismus. Und das kann man dann natürlich statistisch widerlegen. Es geht aber auch darum, für mich, dass man diese Argumentation bloßstellt und dass ich denen auch sage, irgendwie dann anhand von der Argumentation, allein die Statistiken der Todesopfer sagen einfach, Rechtsextremismus ist wesentlich gefährlicher, hat mehr Todesopfer und dass auch die Kontinuität ist viel länger vorhanden als der Linksextremismus. Ich selber war beim, dann habe ich den Schülerinnen auch gesagt, ich war als Pressefotograf bei G20. Ist auch nicht schön, was da passiert ist. Ich selber habe 5 Jahre in der Schanze in Hamburg gewohnt und wie der Stadtteil zerstört wurde, das war für mich auch eine Schmach und hat wehgetan. Aber das, was man sehen muss, ist einfach, sind die Todesopfer. Wir haben fast über 200 Todesopfer rechtsradikaler Gewalt in Deutschland. Und das ist einfach eine erschreckende Zahl. Und da versuche ich die Schüler natürlich darauf aufmerksam zu machen. Ich habe auch mal eine Schülerin gesagt, die hat gesagt, der Hitler, der war doch ganz, ganz gut für Deutschland. Und dann habe ich dann auch versucht, das rhetorisch kniffig zu verpacken, mit einem Gag sozusagen, wie 1945, alles Deutschland in Trümmern und dann schöner Wohnen mit Nazis oder was. Oder meinst du jetzt irgendwie das Programm mit dem Autobahnbau? Das war gar nicht die Idee von Adolf Hitler, sondern das war schon Plan seit der Weimarer Republik, den er nur umgesetzt hat. Ja, vielen Dank. Wir haben noch zwei weitere Fragen. Die eine Frage, da geht es um Zahlen über Altersgruppen. Also gibt es Zahlen über Altersgruppen, die das Buch gelesen haben? Und welche Altersgruppe war eigentlich angesprochen bzw. sollte erreicht werden? Ich hatte schon Lesungen gehabt an 7. Klassen, da muss ich auch wirklich runterfahren. Da ist auch kein Hintergrundwissen, man kann auch nicht zu drastisch werden in der visuellen Darstellung, grafischen Darstellung. Ich empfehle ab 8. Klasse generell, es gibt jetzt keine Zahlenerhebungen, wo man sagen kann, ab welche Klasse die Bücher ausgeliefert werden. Darüber habe ich keine Zahlen, aber ich weiß, was ich an Zahlen habe von meinen Lesungen. Da geht es wirklich ab 9. Klasse hoch bis Berufsschule. Und also 8. Klasse hoch bis Berufsschule. Meistens ist es die 9., weil in der 9. Klasse wird ja auch die NS-Zeit thematisiert, was ich eigentlich für meinen persönlichen Geschmack für viel zu spät finde, weil die Rechten, also NPD-Jugendorganisationen und sowas, die fangen schon mit Propaganda für 12-Jährige an. Das ist sehr früh, da stimme ich dir zu, ja. Die Identitäre Bewegung hat in Österreich ein Kinderbuch rausgebracht für das erste Lesealter. Und ja, und die rechtspopulistische Wochenzeitung Junge Freiheit hat Junge Geschichte für deutsche Leser rausgebracht. Habe ich selber gesehen in der Buchmesse 2016, wie dort schon an 12-Jährige die Propagandatüten verteilt wurden. Und dort findet eine absolute Hitlerverehrung statt und Verharmlosung des Holocaust. Ja, das ist erschreckend. Wir haben noch eine Frage, die sich direkt auf die Geschichte noch bezieht. Wie haben sich denn die anderen MitschülerInnen in diesen Situationen im Unterricht verhalten? Im Comic werden sie bisher als stille Zeuginnen dargestellt. Hatten Andreas und Dirk noch andere Opfer außer ihnen? Ja, reihenweise, ne? Also die haben irgendwie die Finger gelassen wir hatten viele türkische Mitschüler gehabt aus 2 Familien. Die waren, Teil von denen war auch am Gymnasium, was direkt Tür an Tür war von der Realschule. Und dort haben sie sich nicht dran getraut, weil die haben sofort zusammengehalten. Achim, ein Klassenkamerad von mir, der wurde auch von denen vermöbelt und der hat dann nachher die Klappe gehalten. Zu dritt, die sind ja immer zu dritt oder zu viert auf einen drauf, ne? Das war ja nie ein fairer Kampf. Die haben nie einen fairen Kampf gesucht, wollten die auch nicht. Die wollten einfach nur mit ihren ja, Hinterhof-SA-Methoden, also Kindergarten-SA-Methoden, Angst und Einschüchterung verbreiten. Und
das habe ich mir nicht gefallen lassen. Ich habe auch bin am Anfang nicht davon ausgegangen, dass Andreas so gut vernetzt ist mit der Borussenfront etc. und Altnazis. Ich hab Andreas nicht wirklich als Bedrohung wahrgenommen im ersten Teil. Danke. Da schließt sich direkt noch eine Frage an, auch zum Inhalt der Geschichte. Wurde dieser Nazi-Geschichtsunterricht im SPD-regierten NRW so akzeptiert? Was sagten andere LehrerInnen, Eltern etc. dazu? Ich bin im strammen CDU-regierten Baden-Württemberg in der gleichen Zeit in die Schule gegangen. An einer Mannheimer Schule war damals der spätere NPD-Chef Deckard Lehrer. Das gab regelmäßig öffentlich Ärger. Nach längerer Zeit wurde er aus dem Schuldienst entfernt. Meine Frage kurz zusammengefasst, was Sie aus den 1980er Jahren berichten, kenne ich so nicht, höchstens aus den Erzählungen meiner Eltern aus den 1950er Jahren, die jede Menge solcher Nazi-Lehrer hatten und als das ohne öffentliche Proteste durchging. Ja, es gab keine öffentlichen Proteste. Also der Lehrer Stanko hat jetzt nicht versucht, Leute anzuwerben für Parteien. Der war so ein Nazi-Romantiker, kann man sagen. Er war aber bis zur Pensionierung an dieser Schule, hat nur ein Disziplinarverfahren gekriegt, weil er eine minderjährige Schülerin von hinten an die Brüste gefasst hat. Aber wegen seinen rechten Umtrieben gar nichts. Also der Sohn vom Stanko ist heute noch einer der aktivsten Neonazis in Dortmund. Lag aber auch an dem Gutbürger-Schulleiter in meiner Zeit, der da gerne die Scheuklappen getragen hat. Und es war ja nach dem Krieg so, dass in den 50er, 60er Jahren waren die froh, überhaupt Lehrer zu kriegen. Und da war es denen egal, was die für eine Vergangenheit hatten. Na, aber er hat ja nicht nur das gemacht, was wir jetzt in dem Comic gelesen haben. Wir haben auch die Kragenspiegel und Orden der SS und Wehrmacht mussten wir lernen. Die Funktionsweise vom Mauserkarabiner und vom Flakgeschütz. Der hat da sogar Folien gehabt, wie man Flakgeschütz lädt. Also, ich habe da jetzt nur einen kleinen Ausblick gegeben, was er da alles getrieben hat an Umtrieben. Ja, dazu ergänzend schreibt auch jemand in F&A, ich bin in den 1990er Jahren in Baden-Baden aufs Gymnasium gegangen. Unser Musiklehrer bestand selbst in den 1990ern noch darauf, alle drei Strophen des Deutschlandslieds auswendig aufzusagen und vorzusingen. Das hat an der Schule leider niemanden gestört, auch nicht die Eltern von Mitschülerinnen. Und auch dazu ergänzend, in den 1990ern bin ich noch in Niedersachsen verprügelt worden von Nazis, weil ich den Mund aufgemacht habe. Schüler und Lehrer haben weggeschaut. Und du hast ja auch gesagt, dass du vieles auch weggelassen hast, also in deiner Geschichte. Weil das wäre jetzt noch die Frage, also es ist ja ein autobiografisches Erzählen und da wäre eben die Frage, wie viel schriftstellerische Freiheit hast du da genommen? Ich habe teilweise eine Selbstzensur wirken lassen, wo ich wusste halt, dass ich dann mit der Amadeo-Antonio-Stiftung eine Schulbuchausgabe rausbringe, wo ich dann Sachen irgendwie weggelassen habe aus pädagogischen Gründen. Ne, obwohl ich mir Selbstzensur oder Zensur total zuwider ist. Also ich wurde einmal von einem Neonazi mit einem Baseballschläger im Tunnel bedroht und habe dort ein Klappmesser gezückt und konnte dann entkommen und über einen Bahndamm flüchten, habe mir dann auch die Knie blutig geschlagen und am Ende habe ich dieses Messer auch weit von mir geworfen. Ich habe es zum Glück nicht eingesetzt, aber die Szene, die habe ich wirklich rausgestrichen, weil ich gewusst habe, egal wie, ich war auch erzählerisch noch nicht so weit, wo ich sagen konnte, irgendwie das darzustellen, so dass das wirklich eine schlechte Idee ist. Und deshalb habe ich das auch rausgenommen, weil egal, Messer, man kann es nicht positiv darstellen. Es ist ein schlechtes Beispiel, ganz einfach. Du bist nicht cool, wenn du ein Messer ziehst, auf keinen Fall. Man muss davon ausgehen, dass dahinter eine Tötung ist. Und die anderen, die haben natürlich, ich habe dann Messer nicht zum Spaß gehabt, sondern ich habe das Messer gehabt, weil die anderen mit auch ihren Klappmessern gedroht haben im Pausenhof. Ja, und deshalb habe ich dort hätte ich alles reingehauen in die Geschichte, da wäre ich heute noch nicht fertig. Dann wären es irgendwie 1000 Seiten Comicgeschichte geworden. Und deshalb habe ich dann auch zu viel. Ja. Genau. Und damals, was ich halt darstellen will, was mir ganz wichtig ist, damals gab es solche Opferschutzorganisationen noch nicht, wie heute. Die Opferhilfe oder auch die mobile Beratung Rechtsextremismus, sowas gab es damals nicht. Ne? Damals gab es den Weißen Ring seit 3 Jahren oder sowas, aber keiner hat mir davon erzählt.
Und deshalb ist heute für mich zu sagen, diese Geschichte ist ein Beweis dafür, warum diese Opferschutzorganisationen so immens wichtig sind und auch total förderfähig sein sollten, weil diese Leute tun eine ganz großartige Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Im Nachwort deines Buches schreibst du ja auch oder hast auch die Täter im Blick und wie die von Gewalt und Machtmissbrauch auch beeinflusst werden. Gleichzeitig sagst du auch, jeder junge Mensch kann da auch selbst entscheiden, welchen Weg er oder sie gehen kann. Ist das so? Nimmst du da dich als Vorbild? Ich meine, du warst 14, als das Ganze passiert ist. Woher hast du da den Mut genommen? Und warum glaubst du, dass das andere auch schaffen können? Ja, ich wollte halt mit 9 Jahren Comiczeichner werden und da habe ich mich auch nicht abbringen lassen. Ja, auch wenn das Arbeitsamt gesagt hat, wie Zeichner, technischer Zeichner. Dann hätte ich das 5 Jahre nachdem ich diese Empfehlung gekriegt habe vom Arbeitsamt, gab es diesen Beruf nicht mehr. Mhm. Wegen Computer Admitted Design. So, und das ist, wenn man sich prügeln will, wenn man so ein Teenager ist, so Testosteron vollgepumpt und sowas, ne, dann geh doch in Taekwondo-Verein, Karate oder geh boxen. Ne, und vermöbel nicht irgendwelche Leute, die dir nichts getan haben unter einer Straßenbrücke. Das ist, wo ich meine, ihr könnt euch anders entwickeln und ihr könnt euch selber eure Träume verwirklichen, wenn ihr auch versucht, in der Bildung weiterzukommen. Ich hatte als Linkshänder auch Schwierigkeiten in der Schule. Ich wurde als Legastheniker in der Grundschule eingestuft, musste mich da auch rausarbeiten. Mhm. Aber du hast ja zum Glück auch die Opferorganisationen oder ja, Präventionsmaßnahmen ja auch erwähnt. Und die sind natürlich viel größer geworden, wahrscheinlich auch in Dortmund. Ja, Dortmund. Gerade in Dortmund. Dortmund ist ein sehr gutes Beispiel, weil Dortmund hat jahrelang das Thema Neonazis ignoriert. Auch von der Stadtverwaltung, auch Borussia Dortmund hat da Jahre gesagt, wenn wir nicht über die reden, sind die nicht da. Ne? Dann verschwindet das Problem von alleine. Dem ist nicht so. Dann kamen seit der Wende die 5 Todesopfer in Dortmund. Und dann kam der große Schwenk erst. Da gab es diesen Weihnachtsmannbesuch beim Sirau, beim Oberbürgermeister, wo dann Neonazi am Wohnhaus vom Sirau geklopft hat, im Weihnachtsmannkostüm und dann ein Körbchen mit Rechtsrock-CDs seiner Frau gegeben hat. Und danach wurde der Sonderbeauftragte gegen Rechtsextremismus einberufen. Es wurden die runden Tische organisiert. Der BVB hat angefangen, Kampagnen gegen rechts zu machen. Inzwischen hat da Dortmund eine Vorbildfunktion. Auch diese Opferberatung in Dortmund ist sehr gut besetzt. Sehr viele Mitarbeiter, eine Handynummer, die 24 Stunden besetzt ist. Da geht immer jemand ran. Hier in Hamburg zum Beispiel, da geht der AB dran. Die rufen dann teilweise in 3 Tagen zurück. Und das kann halt nicht sein. Ne? Es müsste auch eigentlich eine bundesweite Hotline geben dafür. Mhm. Und da hat Dortmund wirklich dazugelernt und ich sage, nehmt euch Dortmund als Beispiel. Lasst es nicht so lange, ignoriert es nicht so lange, bis man die wirklich nicht mehr wegkriegt. Ne? Also diese Arbeit gegen rechts in Dortmund kostet der Stadt jedes Jahr 2 Millionen Euro. Mhm. Ja, aber scheint sinnvoll angelegtes Geld zu sein, auf jeden Fall. Wir haben noch 2 Meldungen im Chat. Und zwar die Frage danach, ob sich jemals ein Aussteiger oder eine Aussteigerin bei dir gemeldet hat. Oh ja, nicht gemeldet, sondern ich hatte meine Podiumsveranstaltung mit Leiter NPD von Sachsen. In Niedersachsen hatte ich dann mit dem eine Podiumsveranstaltung. Da war auch der Kultusminister von Niedersachsen dabei und ja, komischer Typ, ne? Der ist jetzt über Exit ist er ausgestiegen, fand das ja auch cool, was er da macht, aber er hat dann auch nochmal meine Argumentation bestärkt, irgendwie 9. Klasse ist zu spät mit der Aufklärungsarbeit, das muss früher anfangen und er hat das dann bestätigt, dass die NPD quasi schon ab für 12-Jährige Propaganda macht. Ich habe mehrere Aussteiger kennengelernt und ich stelle da auch immer ein paar Fangfragen. Und von den 6 Nazi-Aussteigern, die ich kennengelernt habe, da waren 4 noch Rassisten. Na, die wollen halt aus diesem kriminellen Umfeld aussteigen. Aber dass sie dann lupenreine Demokraten werden, das ist dann noch eine andere Sache. Ja, da hast du aber nicht weiteren Kontakt zu denen, die da ausgestiegen sind. Das war einfach die... Immer wieder. Ich hab viel Kontakt mit
ja, die mit Menschen, die auch Opfer wurden rechter Gewalt, ne? Weil da fühle ich eine große Empathie, weil denen das Gleiche passiert ist, dass denen jahrelang nicht geglaubt wird, dass denen nicht zugehört wird und viele mit Migrationshintergrund selbst von der Polizei noch jahrelang verdächtigt wurden mit ihren Familien. Ne, das geht den Opfern der NSU ja so, das wissen wir. Und da habe ich gerne Kontakt, suche da auch den Kontakt. Ich rede auch mit den Aussteigern, ich rede auch mit Neonazis, aber da sollen sie mal gespannt sein, was die für Antworten von mir kriegen. Ja, da muss man immer abwägen, das stimmt. Nils, bevor wir in die zweite Runde gehen mit deiner Lesung, möchte ich das hier noch abschließen, was noch im F&A steht, als Ergänzung zu dem, dass es in Baden-Württemberg nicht, da kommt schon ein Link zur Beratung. Vielen Dank. Ein wichtiger Hinweis. Aber ich lese das kurz noch vor. Baden-Württemberg, Jahrgang 1968. An meiner Grundschule Lehrer ehemaliger Waffen-SS, Lehrerin ehemalige BDM, noch bis zum Tod verehrte Mitbürgerin des Dorfes. Mein Lehrer in der zweiten Klasse, Jude, und seine Familie zum Großteil umgebracht. Niemand wusste das. Wir als Kinder auch nicht. Erst Jahrzehnte später habe ich das erfahren. Alles wurde nie thematisiert, auch heute noch, so in Baden-Württemberg auf dem Dorf. Ja, die Denazifizierung oder Entnazifizierung hat in Westdeutschland quasi mit dem Mauerbau aufgehört. Da war es für den CIA wichtiger, Altnazis zur Kommunistenbekämpfung zu kriegen, als da großartigen den Besen zu kehren, den Fritz Bauer angefangen hat, in die Hand zu nehmen. Leider blieben da viele im Amt. Das sehen wir jetzt gleich auch noch, wie das dann grassieren kann anhand von dem Beispiel vom alten Fritz. Ehemaligen SS-Offizier, der auch mitgeholfen hat, die Szene aufzubauen. Also wir kriegen jetzt gleich einen exklusiven Ausblick in die erweiterte französische Fassung. Die kriegt dann nochmal 100 Seiten mehr und dann sind dann auch solche Szenen dabei, wie das zum Beispiel mit dem Klappmesser, weil ich denke, jetzt bin ich erzählerisch so weit, dass es, wo ich auch denke, die Jugend ist so weit, mit sowas auch umzugehen. Der Comic ist vielfältig, ist ein großes Medium, finde ich ganz toll, aber da gibt es auch die Gefahren. Es gibt jetzt einen Verlag aus Sachsen, der sich nach den Feinden von den Avengers benennt. Der ist von der NPD-Jugendorganisation und von Personal besetzt und finanziert von dem Verein 1%. Selbst dieses Medium wird gerade versucht, von Neonazis zu unterwandern. Wunderbar, dann gebe ich dir jetzt einfach das Wort wieder für deine zweite Runde. Ja, und eine Sache möchte ich noch erwähnen. Also ich werde am 25. März, werde ich dann Schulpate an der Heinrich-Steinhöfel-Schule in Baden-Württemberg im Landkreis Böblingen. Und da fühle ich mich sehr geehrt und ich möchte mich bei den Schülerinnen und Schülern von dieser Schule bedanken dafür, dass sie mich da sozusagen vorgeschlagen haben. Danke euch. Das ist sehr schön, ja. Da sprechen wir auch nachher nochmal zum Schluss nochmal ganz kurz drüber. Ja. Gut. Okay, dann beginne ich mit der Bildschirmübertragung. Ja, willkommen jetzt zum zweiten Teil. Wie jede Geschichte fängt ein Film, eine Comicgeschichte, ein Computerspiel, fängt erst mit einer Idee an, mit einem Manuskript und aus dem Manuskript entwickelt man dann im Trickfilm, aber auch im Computerspiel oder Teilanimationsfilm wie Star Wars oder die Avengers beginnt man mit dem Storyboard. Und hier habe ich als Beispiel mal so ein Thumbnail-Storyboard, wie ich nach dem Skript dann sozusagen etwas aufgliedere. Ich habe erst alles auf einer langen Autofahrt nach Angoulême, der Comic-Hauptstadt. Dort habe ich mit dem Buch auch angefangen, als Gastkünstler im Atelier du Marquis. Und dort habe ich dann quasi auf einer langen Autofahrt dahin alles reingesprochen und auch noch nicht kategorisiert. Und dann habe ich die wichtigsten Szenen habe ich dann transkribiert und dann sozusagen dann das Storyboard entwickelt. Und hier sehen wir die Storyboard-Doppelseite der nächsten Szene. Die spielt in einer Eislaufhalle. Man fängt normalerweise jede Szene mit einem Establishing-Shot an. Szene heißt immer anderer Ort, andere Zeit. Das ist eine neue Szene. Und jetzt gehen wir dann zurück in die sogenannte Eislaufhalle Wischling. Die Eislaufhalle im Revierpark Wischling war nur ein paar hundert Meter entfernt von meiner Realschule. Und dort gab es dann jeden Freitag den sogenannten Discolauf. Und von 19 Uhr bis 22 Uhr und dann kurz vor 22 Uhr klingelte dann der Gong.
Und man konnte sich dort mal fühlen wie ein Teenager. Da gab es dann Nebelmaschinen, Laseranlage und auch mal eine Glitzerkugel. Doch dann musste man schnell die Schlittschuhe ausziehen und dann versuchen, noch den letzten Bus zu kriegen. Ich hatte die Schlittschuhe gewechselt, kam an den Spinnen auf dem Weg zum Ausgang vorbei und sah dort diese große Schmiererei. Hakenkreuz und darunter Deutschland erwache. Ich hatte ein Edding dabei und machte mich gleich an die Verschönerung. Deutschland erwache, Frühstück ist fertig, mit lecker Brötchen, Croissant etc. Andreas rastete wieder aus. Vaterlandsverräter! Naja, und sie gingen sofort hinter mir her. Ich habe versucht, durch den Bus zu kriegen. Da ist er. Und Andreas feuerte seine Jungs an. Los, Jungs, den schnappen wir uns. Und bei dem Typen im zweiten Panel links, der mit der Kippe, das war Falki. Falki war damals so 18, 19, nee, 19, 20. Und das war so der erste Beweis dafür, dass Andreas dann doch ein bisschen besser vernetzt ist. Sie fingen sofort an, hinter mir herzurennen. War aber nichts mehr mit Busfahren. Ich gab Hackengas und auf dem Schulhof wurde ich dann von ihnen umzingelt. Und gerade in dem Moment, als Falke mir einen auf die Fresse hauen wollte, macht es einfach mal Plock und er kippte oben wie eine Bahnschranke. Keiner schlägt dir den Bruder meines Kumpels. Die Stimme kannte ich. Ey, das war Thomas. Thomas war eigentlich ein Freund von meinem Bruder. Ich habe vorher noch nie mich mit ihm unterhalten. Aber dann half er mir auf einmal. Und Thomas konnte auch ziemlich gut boxen. Sein Opa war Ruhrgebiets-Champion im Mittelgewicht gewesen. Und danach schaltete er dann sofort den Dirk aus. Ich schnappte mir Liese. Das war der Typ, der mich in der Toilette von hinten festgehalten hatte. Ich gab Liese einen kleinen Klaps. Der ging sofort auf die Knie und winselte um Gnade. Was Thomas auch noch ziemlich gut konnte, das war Fußballspielen. Sein Vater war Jugendfußballtrainer in seinem Jugendverein, im Fußballverein. Und hier sehen wir dann die Trainingseinheit Torwartabstoß mit Andreas. Ein paar lagen auf dem Boden, einer winselte um Gnade, Thomas und ich, wir guckten uns an und konnten uns das Grinsen nicht verkneifen. Ich erklärte ihm, hey, das geht schon ein paar Monate so. Ich habe schon überall nach Hilfe gefragt. Ja, das war auch 1983, da gab es doch kein Internet, kein Handy, man konnte nicht recherchieren. Das Einzige, was ich damals gesehen hatte, nachdem ich keine Hilfe von meinen Eltern, von meinem Bruder oder auch von der Schulleitung oder auch von meiner Klassenlehrerin gekriegt habe, habe ich das Sorgentelefon angerufen, nachdem ich einen Aufkleber in der Straßenbahn gesehen habe. Das Sorgentelefon der Diakonie für Kinder und Jugendliche. Dann habe ich dem Typen vom Sorgentelefon erklärt, was los war. Dann sagt er, oh, blaues Auge gehauen, Straftat, Körperverletzung, ab zur Polizei. Ja, da bin ich dann hin, in der Polizeiwache Dortmund-Huckade, war da so ein Walross hinter der Schreibmaschine mit dem Zweifinger-Adler-System, hat da irgendwas reingetippt und der fragte mich, ob ich Zeugen hätte. Ich gesagt, nee, natürlich habe ich keine Zeugen, da will doch keiner gegen die Aussagen, sonst kriegen die einen auf die Fresse. Hast du wenigstens ein ehrliches Attest? Dann habe ich gesagt, nee, habe ich auch nicht, dann hätte ich doch von der Schule gehen müssen, dann hätte ich einen blauen Brief gekriegt wegen Schwänzen. Ja, kein ehrliches Attest und keine Zeugen, also da kann man nichts machen, da lohnt sich keine Anzeige, hat der mich wieder weggeschickt. Ich habe das Thomas erzählt und er sagte dann, wenn du Hilfe in Dortmund brauchst, dann ruf nicht die Bullen, sondern ruf ein Taxi, das geht schneller. Das Witzige ist, Thomas ist heute mit einer Taxifahrerin verheiratet. Naja, auf jeden Fall, dann zeigte mir Thomas kurz danach noch ein paar Boxtricks, auch speziell für Linkshänder, die mir nachher noch weiterhelfen sollten. Ich war begeistert. Ey, wow, cool. Mir hat bisher noch niemand geholfen. Vielen Dank, Thomas. Hey, unter Freunden sagt man doch nicht Danke. Er hat wirklich Freund gesagt? Und ich wusste dann von dem Moment, ich bin nicht mehr alleine mit dem ganzen Dreck, der schon seit Monaten anging. Wir verabschiedeten uns. Ja, und jetzt kommen wir zu der nächsten Szene, was zeichnerisch auch herausfordernd war. Das war die nächste Szene auf der Kirmes, so ein Kirmeswagen. Schwer zu zeichnen, genau wie BMX-Räder mit einem anatomischen Körper drauf, war auch extrem schwierig. Und dann dieser Kirmeswagen habe ich auch ein paar Mal, 15 Mal gezeichnet, bis ich dann quasi die Szene angefangen hat. Das war die Szene auf der sogenannten Fliederkirmes. Die Fliederkirmes, die kam immer Anfang Mai in unseren Vorort. Und noch vor der Eröffnung fuhr ich über den Kirmesplatz, als die Aufbauarbeiten noch voll im Gange waren. Und dann sah ich auch ein paar Jungs, die vom Fußballspiel kamen und diese beiden Vögel. Der Typ links mit der Glatze, dem weißen Hemd, der Kuppel und den Springerstiefeln, das war Skinhead Erwin. Skinhead Erwin kam aus Bochum-Langdrea, gar nicht aus Dortmund. Bochum-Langdrea liegt aber nicht weit weg. Wie ich inzwischen erfahren habe, ist es der Onkel von Sven Karlin. Karlin, der Mörder,
von dem Punker Schmuddel, der 2005 von Sven Karlin abgestochen wurde. Skinhead Erwin war der Buddy und Personenschützer von dem alten Fritz. Das ist der Typ mit der Lederjacke, der Reiterhose und den Reiterstiefeln, obwohl ich glaube, dass der Depp noch nie auf dem Pferd gesessen hatte. Der alte Fritz, der kam gar nicht aus Dortmund, der kam aus Brandenburg. Der alte Fritz war seit 1933 in Dortmund und nach der Machtergreifung Hitlers wurde nämlich die Gestapo, die Geheime Staatspolizei und die SS nach Dortmund geschickt, um dort den Widerstand zu brechen. Dortmund im Ruhrgebiet mit Zechen und Bergwerken und Stahlwerken war ein ziemlich rotes Nest. SPD regiert, viele Kommunisten, Gewerkschaften, die Vorgängergewerkschaft der IG Bergbau, wurde sogar in Dortmund-Dorstfeld gegründet. Die Edelweißen waren dort sehr aktiv. Die Flugblätter der Weißen Rose war eine der ersten Städte, wo die verteilt wurden. Und um diesen Widerstand zu brechen, wurde die Gestapo dorthin gebracht. Klaus Barbie zum Beispiel, der Schlächter von Lyon, den Beate Glasfeld zur Strecke gebracht hatte, bevor er in Amsterdam und dann Lyon war, war er 6 Jahre in Dortmund tätig. Naja, und hier der alte Fritz sprach dann direkt die 12-jährigen Jungs an. Sei gegrüßt, junger Kamerad. Das deutsche Volk braucht so stramme Jungs wie dich. Wo sind denn deine deutschen Freunde? Und ich so, aha, das Kind Erwin und der alte Fritz. Und komm das nächste Mal mit zu unserem Jugendkameradschaftsabend mit Fußball, Wehrübung und Grillen. Und bring deine deutschen Schulkameraden mit. Und zum Gruße und bis Samstag. Ja, der Vorortanwerber ist des toten Teufels Hitler. Und die Stiefel von Skinhead Erwin sollte ich auch noch näher kennenlernen. Ein paar Meter weit, also dann machte ich mich davon. Es war ein ziemlich komisches Bild, die beiden zu sehen, wie sie davon marschierten. Wie in einem Spaghetti-Western. Naja, ich fuhr weiter mit meinem BMX-Rad und hörte dann auf einmal ziemlich coole Musik. Ich stand damals irgendwie auf Rockabilly und auf alte Rock'n'Roll-Musik. Und da war die sogenannte Amazonerbahn. Ich stellte mich hin und hörte zu und wippte mit dem Fuß. Der Mitarbeiter sagte, hey Kleiner, was nutzt denn so? Und ich so, ey, coole Musik, wer ist denn das? Hey, der Junge hat Geschmack, das ist Jerry Lee Lewis. Dieser Rockabilly-Typ sagte dann, hey, dann komm doch heute Abend vorbei, Buddy. Hier hast du 2 Freikarten für Rock'n'Roll auf Einladung von Gypsy Elvis. Hier erkläre ich an Schulen immer gerne, Gypsy ist das englische Wort für Sinti und Roma, eine andere Volksgruppe, die von den Nazis verfolgt wurde. Und dann erzähle ich auch von der Mutter von Elvis Presley, die aus Regensburg kam, eine deutsche Sintessa, verwandt mit Django Reinhardt, mit dem berühmten Jazzgitarristen. Und da hatte ich das erste Mal Freikartengeschenke gekriegt und ich war hellauf begeistert. Hey, wow, danke, vielen Dank, Mann. Und abends, als die Kirmes dann eröffnet hatte, bin ich dann zurückgegangen, ohne mein BMX-Rad, weil ich dachte, da ist so viel los, da machen die Neonazis garantiert keinen Ärger, wenn so viele Zeugen da sind. Ich ging dann zu der Amazonerbar und wollte meine Freikarten einlösen. Ich wurde sofort begrüßt. Hey Buddy, welcome back. Ich so, hallo Gypsy Elvis. Und ohne die Karten einzusammeln, drückte er sofort auf den Startkopf und sagte dann, wir stellen die erste Frage mit dem ersten Gast, mit dem ersten Song der Rock'n'Roll-Geschichte. Let's rock, Buddy, viel Spaß. Und dann ging es darum mit Rock Around the Clock von Bill Haley. Und dann hatte ich für ein paar Minuten doch ein wenig Spaß. Bis auf einmal diese Typen auftauchten. Vorneweg Skinhead Erwin, dahinter dann der Kumpel von SS Siggi. Der hatte früher in der Nähe vom Borsigplatz in Dortmund eine Kneipe. Dort wurde 1982 die Nazi-Hooligan-Organisation Borussenfront gegründet. Doch ich kannte die Schläger schon vorher. Die Borussenfront haben dann immer nach jedem Heimspiel des BVBs in der Dortmunder Nordstadt irgendwelche Ausländer verprügelt. Ja, und dieser gleiche Typ, der diese Kneipe am Borsigplatz hatte, hatte später die Kneipe der Thüringer Hof an der Mallinckrodtstraße in Dortmund. Es war im Januar 2000, als am Thüringer Hof die Polizei ausrücken musste, weil dort hatte ein Mitglied der Borussenfront Geburtstagsparty gefeiert. Es wurde Heil Hitler und Sieg Heil gegrölt. Ja, und dann 4 Monate später, nur 70 Meter weit entfernt vom Thüringer Hof, wurde Mehmet Kubaschik von Uwe Mundlos und Uwe Bönnert erschossen. Das 6. Attentat der NSU, des nationalsozialistischen Untergrund. Und obwohl Beate Zschäpe mit Robin S., ein Dortmunder Neonazi, jahrelang im Briefkontakt stand und es auch klar war, dass die Dortmunder Szene das Opfer ausgespäht haben muss,
wurde nie einer der Dortmunder Neonazis im Münchner NSU-Prozess vorgeladen. Ja, und dahinter stand dann Andreas und Dirk und dann noch zwei andere, die ich nicht kannte. Ich erkannte, verdammt nochmal, jetzt habe ich ein Problem. Ich machte sofort dieses Cut-Signal zu Gypsy Elvis. Er reagierte sofort geistesgegenwärtig und drückte auf den Notstopp. Die Reifen quietschten, die Bremsen agierten sofort. Der Bügel klappte auf. Über den Lautsprecher sagte Gypsy Elvis noch, los, hau ab, Junge! Doch es war zu spät. Ich kam im Zeltbereich zu stehen, wo es keinen Fluchtweg gab. Von vorne stürmte Skinhead Erwin auf mich zu, von hinten ein anderer. Ich griff in die Tasche und zog einen der Steine raus, die er am jüdischen Friedhof aufgegriffen hatte. Ich zielte und gab Skinhead Erwin einen kleinen Denkanstoß, doch es war zu spät. Von hinten stürmte schon der Nächste auf mich zu. Dann auf einmal, ey, Fettsack, dreh dich um! Da stand Thomas. Lass den Jungen sofort zufrieden, grölte er durch die Lautsprecher. Er stand dort mit vier Jungs von seiner Fußballmannschaft. Und ich nur so, hi Thomas. Die Nazis waren baff. Los, hau ab, mach dich schnell vom Acker. Ich regel das hier. Gypsy Elvis zeigte mir noch den Hinterausgang. Ich saß dann auf dem Feld und ich war total verzweifelt. Ey Mann, wo soll ich jetzt überhaupt noch hin? Wo bin ich überhaupt noch sicher in dieser blöden Stadt? Und schaute einem Hochofen Abstich bei Hirsch zu. Zu der Zeit passierte aber auch was ganz Komisches. Skinhead Erwin und die anderen Neonazis waren so begeistert von dem massiven Auftreten von Thomas mit vier anderen Jungs, dass sie gedacht haben, hey Mann, den müssen wir rekrutieren, dann kriegen wir noch seine ganze Fußballmannschaft. Und wie jeder gute Krieg, auch jeder gute Krieg, auch ein Spion. Thomas ist zu dem Kameradschaftsabend hingegangen. Ein paar Tage später haben wir uns dann getroffen. An der gleichen Brücke, wo wir uns einst verabschiedet hatten. Thomas hatte damals auch eine schwarze Bomberjacke, war aber kein Nazi. Und ich fragte ihn, hey, wo ist denn deine schwarze Bomberjacke? Ach, sagte Thomas, kacke, die habe ich weggeschmissen. Ich war doch vor zwei Tagen auf Einladung von Skinhead Erwin auf dem Kameradschaftsabend beim alten Fritz. Skinhead Erwin hatte mich unten abgeholt. Hallo, Kamerad! Und so wurde ich dann in der Wohnung begrüßt und vorgestellt. Hier mein Obersturmführer, Thomas, ein tapferer Kämpfer und Volksgenosse. Und so hat Thomas mir dann die Wohnung beschrieben. Schrankwand mit Hakenkreuzstandarte, Hitlerbüste, speckiges altes Ledersofa mit ein paar Vollidioten drauf, der alte Fritz in der SA-Montur und zwei Mauser Wehrmachtskarabiner in der Glasvitrine. Heil Hitler, junger Kamerad, mach was zu trinken, sagte der alte Fritz. Mein Gott, Einsatz, und Thomas war schon sofort angekotzt. Und jetzt wollten sie ihn auch noch rekrutieren. Es folgten Parolen über die arische Rasse, Endsieg, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus und die jüdische Weltverschwörung. Sie grölten das Horst-Wessel-Lied und sangen und grölten danach Sieg Heil, Sieg Heil. Der alte Fritz gab noch einen erhellenden Vortrag über die wahren Reichsgrenzen und Betrug der Besatzungsmächte. Der alte Fritz erzählte von seiner glorreichen SS-Zeit, dass der neue Volkssturm jetzt beginnen muss, mit dem wir Dortmund zu einer national befreiten Zone machen. An diesem Tisch sitzen heute die Gauleiter von morgen. Ja, hier, da erzähle ich den Schülern auch immer, was die Gauleiter eigentlich waren, eigentlich mit die größten Verbrecher. Das können wir uns ja heute sparen. Hier, Volksgenosse, du übernimmst die Schulen in Dorstfeld und die Sportvereine im Westen. Und dann wurde ihm das Propagandamaterial in die Hand gedrückt. Und Thomas ließ sich schnell eine Ausrede einfallen. Ich muss zum Fußballtraining. Thomas verabschiedete sich. Er machte die Tür zu und spuckte auf den Boden. Und am liebsten hätte er zog die Jacke aus, stopfte die in den Müllcontainer mit den Aufklebern und den Flyern. Am liebsten hätte er noch den alten Fritz und seine Grauleiter noch hinterher gestopft. Volksgenosse am Arsch. Das sind solche Schimpfwörter, spare ich mir bei Schullesungen immer. Du hast recht, ich bin fertig damit. Die sind aber noch längst nicht fertig damit. Und die gucken sich gegenseitig an. Und wie geht's dir jetzt, wo du von dieser Blödheit befreit bist? Da hatten wir noch zu lachen. Ja, und hier kommt noch diese Szene, Uncut-Szene, die in der französischen Fassung kommt, die nicht in dem Buch ist jetzt. Da hat mir Skinhead Erwin mal mit einem Baseballschläger in der Adidas-Tasche
quasi in einem Tunnel aufgelauert. Es war ein Tag, wo es extrem geregnet hatte am Vormittag und ich ohne mein Fahrrad in die Schule gekommen bin. Ja, und das haben die dann auch rausgenutzt, haben meine Schultasche versteckt und so musste ich dann zu Fuß nach Hause laufen. Und in der Unterführung, wo die Straßenbahnhaltestelle direkt dahinter war, lauerte dann Skinhead Erwin mit einem Baseballschläger auf mich. Von hinten kamen auf einmal Lise und Dirk an und schnitten mir noch den Rückweg ab. Ich habe dann das Klappmesser gezogen. Skinhead Erwin rückte dann zurück und ich konnte dann irgendwie ganz schnell entkommen, bin weggerannt und konnte dann über den Bahndamm entkommen, habe mir dabei die Knie blutig geschlagen. Und nachher, als ich zu Hause war, bin ich zusammengesackt, die Knie blutig, meine Jeanshose kaputt. Und ich dachte nur, wie schrecklich ist das denn jetzt mit einer Waffe? Kann doch nicht sein. Und diese Waffe hatte ich erst seit ungefähr 1,5 Wochen. Nachdem Dirk und Andreas im Schulhof rumgepostet haben mit einem Totschläger um SS-Dolch. Und beide haben gesagt, hier, das gehörte meinem Opa früher. Dann habe ich mir dann so ein Klappmesser besorgt. Das ist die Szene, die ich damals rausgenommen habe aus dem Buch. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Szene, die auch noch nicht drin ist. Das ist die Szene mit dem Baumhaus. Ich hatte mit 12 Jahren hatte ich mit einem Nachbarsjungen zusammen ein Baumhaus gebaut. Sein Vater war Handwerker, der hat uns dabei geholfen. Dort haben wir im Sommer immer Comics gelesen und Yps-Hefte, Gimmicks zusammengebaut und alles Mögliche. Doch seit 1,5 Jahren habe ich dieses Baumhaus nicht mehr benutzt. Und dann merkte ich aber, dass immer irgendwelche Jugendliche da rumhauch und runter wuselten, die auch irgendwas mit dem alten Fritz zu tun hatten. Und als keiner da war, ging ich mal hoch, kletterte dort hoch. Und gerade als ich den Vorhang aufklappte, sah ich dieses Bild. Die Reichskriegsflagge vorneweg, rechts an der Wand ein Rudolf-Hess-Plakat und dann unter der Bank, die ich selber zusammengezimmert hatte, die Propagandatüten mit Material von der FAP, von den Republikanern und von der NPD. Und damals wurde mir klar, dass solche Leute wie Andreas und der alte Fritz gleichzeitig in mehreren Parteien waren. Ich riss die Flagge von der Wand, packte dort die Tüten rein, schmiss das alles runter, ging dann auf die Wiese nebenan und zündete mit dem Rudolf-Hess-Plakat dann das Lagerfeuer an und verbrannte auch die Reichskriegsflagge. Das muss wohl einer mitgekriegt haben von den Neonazis. Und als Dankeschön gab es dann die nächste Szene. Ich hatte damals meinen Wellensittich Hansi im Wohnzimmer meiner Eltern. Ich fütterte ihn gerade und ich war so ein bisschen döspaddelig und habe dann die Packung JSL umgeschmissen, als es auf einmal ganz laut knallte. Das war ein Gewehrschuss. Ich ging zu Boden, ich sah das Einschussloch und ich wusste, auf mich wurde geschossen. Ich robbte dann so schnell wie möglich zum Telefon und rief die Polizei. Und die Dortmunder Polizei kam rasant schnell nach 30 Minuten. Der ältere Polizist zeigte auf das Einschussloch und sagte dann, das muss wohl eine Steinschleuder gewesen sein. Und der andere Polizist, oder ein Luftgewehr. Und der ältere Polizist, das ist ja heute Sonntag. Da haben die Kollegen von der Spurensicherung, die haben da Wochenende, die kommen heute nicht raus. Das Einzige, was wir jetzt machen können, das ist eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung. Also die haben noch niemals das Projektil gesucht, etc. Einfach nur einen Zettel schreiben und dann wieder ab in die Wache Kaffee trinken. Naja, die Theorie mit dem Luftgewehr habe ich dann auch noch überprüft. Ich habe mir das Luftgewehr von meinem Cousin ausgeliehen, bin ans andere Ende vom Garten gegangen, habe auf die Scheibe geschossen, wo wieder schon ein Loch drin war. Und da habe ich gerade mal eine weiße Macke reinbekommen. Aber ich habe mir damals schon eins in eins zusammengedacht. Andreas ist der Mensch, der mich am meisten hasst in der Welt. Beim alten Fritz, dort wo er jeden Mittwoch im Kameradschaftsabend ist, der hat zwei Mauserkarabiner und es war ein Gewehrschuss. Für eine Pistole, 9 mm, wäre diese Distanz auch viel zu lang gewesen, über 20 Meter. Deshalb dachte ich mir, es war auf jeden Fall einer von diesen Karabinern. Diese Theorie hat sich dann 5 Jahre später, als meine Eltern aus dem Haus auszogen, auch nochmal bestätigt. Beim Raustragen des Sofas habe ich dann den Querschläger endlich gefunden. Der steckte in der Holzleiste von dem Sofa.
Ich habe den dann mit dem Taschenmesser rausgepult, meinem Cousin gezeigt, der zu der Zeit Offizier war bei der Bundeswehr. Er guckte dann nur drauf und sagte, Infanterie-Hohlspitz, Standardmunition des Mauser-Karabiners. Dann habe ich gesagt, okay, da ist meine Theorie ja bestätigt. Ich wusste, was los war. Und somit habe ich dann 3 Tage überlegt, bin ich zur Schule gegangen, was mache ich jetzt mit Andreas? Keiner will mir helfen. Meine Eltern wollen mir nicht helfen, mein Bruder will mir nicht helfen, Polizei will mir nicht helfen, meine Klassenlehrerin will mir nicht helfen, Schulleitung belügt die Klassenlehrerin ja schon, da auch keine Hilfe. Ich muss jetzt Andreas mal einfach selber klar machen, dass dieser Wahnsinn aufhören muss. Und so bin ich dann 3 Tage später kurz vor Schulschluss in die Schule gekommen und dann 5 Minuten vorm Klingeln, Andreas ist grün angelaufen und als es dann klingelte, schnappte er sich seinen Rucksack und rannte davon wie von einer Tarantel gestochen. Und auf dem Feld zwischen dem Gymnasium und der Realschule brachte ich ihn dann zum Fall. Und ich erklärte ihm, ey Andreas, hör endlich auf, lass es sein. Wenn mir noch was passiert, ne, hör auf, deine Schläger zu schicken. Wenn mir jetzt noch was passiert, ne, ich gehe sofort auf dich los. Lass es einfach. Ich habe keinen Bock mehr auf die Gewalt. Lass es sein, lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Ihr habt euren Frieden, ich habe meinen Frieden. Ja, so, und lass es einfach sein. Diese Argumentation wollte Andreas nicht Folge leisten und er hat erstmal versucht, mir die Augen auszukratzen. Ich riss ihm den Arm weg und knallte ihm eine runter. Auch dieser Argumentation konnte er nicht Folge leisten. Er riss mir ein Stück Haar mit Haut raus. Das hat tierisch wehgetan. Ich habe rot gesehen, habe einen Stein genommen und wollte ihn in den Schädel einschlagen. Doch dann kam es auf einmal in meinem geistigen Auge wie zu einer Vision und ich habe dann seinen Schädel gesehen, zerschlagen etc. Und dann kam von mir aus dem oft irgendwie diese Stimme von meinem Pastor Rüther, ich war zu der Zeit im Konfirmandenunterricht, die dann sagte, du sollst nicht töten. Puh, ja, das ist zum Beispiel auch ein Bild, das ich dann nicht an Schullesungen zeige. Und so habe ich dann den Stein, nachdem ich Pastor Rüther in meinem geistigen Auge gehört hatte, genommen und rammte ihn in den Boden neben den Kopf von Andreas. Ich nahm ihn nochmal an der Kandare und sagte ihm, Andreas, hör endlich auf, lass es sein. Ich will nur meinen Schulabschluss hinkriegen, Abi nachholen und dann studieren. So, und dann bin ich sowieso weg, da kannst du das mit meinetwegen behalten. Also, lass mich einfach in Ruhe. Dann bin ich aufgestanden und dann habe ich gesehen, Mensch, Andreas, hast du etwa die Hose gepinkelt? Mann, das ist ja peinlich. Ja, und was Nazis absolut nicht können, das ist halt verlieren. Ich hatte damals mein BMX-Rad, Jolly Jumper habe ich das genannt, nach dem Pferd von Lucky Luke. Mit Jolly Jumper war ich immer überall schnell über die Berge, über die Kohlehalden, über das Betriebsgelände von Hösch, durch die Schrebergarten oder Bahnanlage. Wenn ich auf Jolly Jumper war, haben sie mich nie gekriegt. Das haben die dann auch irgendwann spitz gekriegt und eines Tages nach dem Schulschluss, da waren die Reifen dann mit langen, großen Stahlnägeln zerstochen. Und ich habe den Fehler gemacht, den kurzen Schulweg zu nehmen von 3,5 Kilometern, um mein Fahrrad nach Hause zu schieben. Den längeren von 7 Kilometern hätte ich ja viel länger gebraucht. Doch dann, sobald ich mein Fahrrad aus der Sichtweite der Schule geschoben habe, kam von hinten ein Motorrad angefahren. Der Motorradfahrer zielte direkt auf mich los. Ich habe noch versucht zu flüchten, doch es war zu spät. Der Motorradfahrer trat mir in den Rücken. Und dort, wo ich zu Boden gestürzt bin, sprangen 5 Neonazis aus dem Gebüsch. 2 davon von meiner Schule und der Rest von der Borussenfront. Und sie fingen sofort an, auf mich einzuprügeln. Zu der Zeit hatte das Gymnasium gegenüber Schulschluss. Heißt heute Reinoldo-Schiller-Gymnasium. Ich bin dort Schulpate. Ich schreite um Hilfe. Bitte, bitte helft mir, rief ich die anderen Schüler an. Und dann kam dieser Typ nach vorne. Den habe ich in dem Buch SS Michi genannt. Jeder weiß, wen ich meine in Dortmund. Er sagte nur, los, verpisst euch, keiner hat was gesehen. Wenn einer die Bullen ruft, den finden wir. Die machen wir genauso fertig wie den da. Und so gab es dann mehrere Tritte gegen mein Gesicht und Unterleib. Ich hatte tierische Schmerzen, ich schmeckte das Blut, ich hörte meine eigenen Rippen brechen. Ich wollte nur, dass der Schmerz aufhörte. Nach einem weiteren Tritt gegen mein Gesicht hörte der Schmerz auf. Nach langer Zeit fing der Schmerz wieder an und ich wachte auf in meiner eigenen Blutlache. Ich rappelte mich langsam nach oben und ich wusste, ich muss unbedingt ins Krankenhaus, ich muss sofort zum Arzt. Aber die Ansprache von der Borussenfront hat geholfen. Keiner hat die Polizei gerufen, keiner einen Krankenwagen, gar nichts.
Es war ein Feldweg, keiner zu sehen. So stützte ich mich auf mein Fahrrad wie auf dem Rollator und schleppte mich zur nächsten Telefonzelle, um Krankenwagen zu rufen. Doch das ging auch nicht, denn ich wurde auch ausgeraubt. Die hat mir mein Portemonnaie geklaut. Auch mein Schlüssel war weg, somit konnte ich auch nicht nach Hause, um dort einen Krankenwagen rufen. Und so schleppte ich mich dann 4 Kilometer zum Hausarzt meiner Eltern. Dort verlor ich die Besinnung und bin ins Krankenhaus gekommen mit dem Krankenwagen und bin erst nach, war auch in der Intensivstation, bin dann nachher wach geworden. Der Chefarzt sagte dann bei der Diagnose 2 Tage später: Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, 2 Rippen gebrochen, Gehirnerschütterung, innere Blutung, Fleischwunde am Kinn, die Narbe habe ich heute noch, und diverse Schürfwunden. Mein erster Besuch im Krankenhaus, das war Thomas. Meine Eltern, die waren wieder irgendwo unterwegs, in Stuttgart oder in Österreich, Freunde besuchen. Thomas sagte: Ey Mann, man kann doch niemals in Ruhe auf eine Klassenfahrt fahren, ohne dass dir irgendwie da was passiert. Bullen, Krankenhaus oder sonst irgendwas. Pass mal auf, das kann so nicht weitergehen. Ich organisiere jetzt eine große Gegenkeilerei. Mit den Jungs von meiner Fußballmannschaft und Freunde Fußballmannschaft, da kriegen wir bis 30 bis 40 Mann zusammen. Und dann kriegen die Nazis so richtig eins auf die Fresse. Und ich so: Nee, lass mal, ey, da habe ich keinen Bock drauf. Ey, die haben doch jetzt schon Motorrad als Waffe eingesetzt, die haben auf mich geschossen. Die werden immer weitermachen. Das wird immer höher gehen. Und wenn da kommt einer zu Tode, einer von denen oder wir, einer von uns, ne, die Uhr, die kannst du nicht zurückdrehen. Damit möchte ich nicht leben. Ich gehe zur Polizei, ich werde die anzeigen und lasse die ganze Sache vor Gericht enden. Das habe ich gemacht. Ich habe alle angezeigt, die ich da kannte. Ich habe auch Andreas angezeigt, SS Michi und Skinhead Erwin. Ja, und dann war es dann halt so, dass der Andreas, der war ja nicht persönlich beteiligt an dieser Tat mit dem Motorradüberfall, der wurde nun in die Parallelklasse versetzt. Dirk und Lise sind sofort von der Schule geflogen. Und dann musste ich dann noch bei der Schulleitung nicht Angriffspakt mit Andreas aushandeln, sozusagen, dass wir uns bis zum letzten Tag nicht an die Wäsche gehen. Da habe ich gesagt: Jo, finde ich okay, Schulabschluss ohne Gewalt, ganz in meinem Sinne. Und dann wollte der Schulleiter, Ghana hieß der, dass ich ihm noch die Hand schüttel. Da habe ich gesagt: Alles, bloß das nicht. Die Hand, die schüttel ich nie in meinem Leben. Ja, und dann kam ein Dreivierteljahr später die Ladung. Hier ist die Originalladung, die ich damals gekriegt habe. Zum 14. November 1985, ein Dreivierteljahr später, sollte ich in den Gerichtssaal kommen. Mehr gab es nicht. Dann haben wir noch versucht, Nebenklage einzureichen mit dem Familienanwalt. Mein Vater immer knirschenden Zähnen. Ja, und direkt vor dem Gerichtsgebäude, wie mein Vater da hing, vor dem Gerichtsgebäude hat mein Vater dann den Familienanwalt entlassen mit dem Ausspruch: Ja, aus christlichen Gründen möchten wir uns nicht an mit so einer Tat mit Schmerzensgeld finanziell bereichern. Und somit wurde ich dann von dem Gericht, also die Nebenanklage war somit hinfällig, hatte keinen juristischen Beistand. Hätte mein Vater das eine Woche vorher gemacht, dann hätte ich mir juristischen Beistand über das Jugendamt besorgt. Naja, somit wurde ich dann von dem Gerichtsdiener alleine reingerufen. Und dann sah ich dann auf einmal diesen Platz so. Das sind jetzt auch Studien zu der französischen Ausgabe, das ist nicht in der deutschen Ausgabe. Da saßen dann Dirk und Lise, keine weiteren Angeklagten. Und die beiden wurden vertreten von Jürgen Rieger, dem Nazi-Anwalt. Jürgen Rieger war damals auch der Fundraiser der Nazi-Szene. Und so sah der Gerichtssaal aus, ne? Dirk, Lise, Jürgen Rieger, 2 Schöffen, der Jugendrichter, Gerichtsschreiber und der Staatsanwalt. Und dann fing an, der Jugendrichter die Aktenlage so monoton vorzulesen, als ob er ein Telefonbuch vorliest. Und dann auch die Namen der vorgeladenen Angeklagten. Und da fehlten für mich ja entscheidende Namen. Und dann bin ich dann ausgerastet, habe auf den Tisch gehauen und habe gesagt: Was ist denn hier los? Wo ist hier der Herr Borchardt und wo ist Kenneth Erwin? Und der guckte in seinen Akten nach und sagte: Ja, der Herr Borchardt, der hat ein Alibi, der konnte nicht geladen werden, der hat Bier getrunken mit einem Kumpel. Und der mit angezeigte Kenneth Erwin, der konnte von der Polizei nicht ermittelt werden. Ja, und dann musste ich meine Aussage machen und
ja, dann kurz nach der Aussage, die ich gemacht habe, sollte ich den Saal dann auch verlassen. Aber dann fing auf einmal der Staatsanwalt auszurasten und schimpfte mich zusammen, was mir einfallen würde, den Richter so anzuflaumen und das ehrenwerte Gericht hier mit so einer Schulhofschlägerei aufzuhalten. Ja, ich habe dann zum Parkplatz. Dort hat mein Vater auf mich gewartet. Ich habe mich tierisch mit ihm gestritten. Er ist dann wutentbrannt mit dem Auto weggefahren und ich habe dann 2 Stunden auf dem Parkplatz gewartet, bis einer der Schöffen zu seinem Auto ging und der hatte ein bisschen Mitleid mit mir und er hat mir dann das Strafmaß verraten. Dirk und Lise haben gesamt 27 Sozialstunden gekriegt. Es gab kein Schmerzensgeld, auch keine Ermittlungen wegen politischer Straftat. Ja, und dann war es ja noch eine Strecke hin bis zum Schulabschluss. Und jetzt kommt hier grandios eine neue Szene, die ich 2019 auf dem Comic-Seminar mit Ralf König in Erlangen zusammen gemacht habe. Ralf König hat mir bei den Texten geholfen. Und zwar habe ich mich bei Andreas auf meine eigene Art und Weise gerecht. Und also er hatte seine Bullies nicht mehr und war alleine da, war aber immer noch so ein komischer Typ. Und ich habe Praktikum gemacht in der Stadt und ich kannte auch die türkischen Mitschüler, auch die vom Gymnasium kannte ich. Ja, und Andreas hing dann immer noch in der Ecke rum, wo er vorher mit seinen Kumpels abhing. Und dann hat er mich wirklich gefragt, ey Mann, du kennst doch die ganzen Kanacken und Ölaugen vom Gymnasium, kannst du nicht mal Haschisch besorgen? Ich so, was ist das wieder für ein Ausspruch? Also ich habe gehört, dass Andreas mit der Parallelklasse sind die extra nach Dachau gefahren. Also meine Klasse, wir haben Skiurlaub gemacht in Österreich, in der Klassenfahrt und die mussten wegen Andreas nach Dachau und hat überhaupt nichts gebracht. Der war immer noch Rassist, war tief und fest verankert. Ja, kannst du mal Haschisch besorgen? Und ich so, ja, kostet aber, ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von Drogen in der Zeit. Ne? Ich habe mal einen Film gesehen, eine Doku gesehen, wie die da irgendwie einen Joint gebaut haben. Mehr habe ich davon überhaupt null Ahnung gehabt. Und dann meinte er zu mir, ja, ich will Haschisch kaufen, kannst du was besorgen? Und dann habe ich gemacht, ja, okay, besorge ich dir morgen Cash 30 D-Mark, ne? Und er gesagt, okay, bring ich die Kohle mit. Ja, und in der Wiese hinter der Schule, da waren so viele Kaninchen und da habe ich wirklich Kaninchenkacke aufgesammelt und habe die dann quasi zu Hause dann in Butterbrotpapier in Streifen gebügelt, wie handelsübliches Haschisch und habe das dann schön noch abgewogen in der Küchenwaage von meiner Mutter und am nächsten Tag habe ich ihm das Zeug dann verkauft für 30 Euro in Streifen gebügelte Kaninchenscheiße. Hat er mir gefragt, ob ich einen Joint drehen kann, habe ich dann auch gemacht. Ich musste mich andauernd festhalten vor Lachen. Mein Klassensprecher war auch dabei. Der hat auch gedacht, das kann nicht wahr sein, der zieht die Nummer durch. Na, Andreas hat dann angefangen, die Tüte zu qualmen und hat dann so, ey, willst du auch mal? Und ich so, nee, geht nicht. Ich habe gleich Sport. Kiffen und Sport passt ja nicht. Ne? Ja, und dann habe ich gedacht, die Sache ist doch sowas an faul. Das ist doch wieder echt ein scheiß Ding von ihm. Und dann habe ich ihn dann quasi noch quasi aus dem Gebüsch noch beobachtet und er ist dann in den Wagen eingestiegen und im Wagen war sein Papa. Und sein Papa sogar noch in Uniformhemd. Und dann haben sie dann den Joint und den Reststreifen dann wirklich in einer Asservatentüte gepackt und haben das ins Polizeilabor gegeben. Irgendwie 3 Tage später kam Andreas dann mit einem blauen Auge in die Schule. Also ich habe es nicht geschafft, ihm ein blaues Auge zu hauen, aber sein Vater. Ja, die haben echt versucht, mir da eine Falle zu stellen. Na prima. Und wenn es einer genau wissen will, was Andreas heute macht, Andreas arbeitet heute bei der Kripo in Dortmund und verhindert immer noch Ermittlungen gegen die rechte Szene. Ja. Na gut, dann kam irgendwann der Schulabschluss und meine Eltern waren dort mit der Klassensprecherin und ich hatte die ganze Kulisse gemalt. Ich hatte keinen Bock irgendwie auf eine Bühnenaufführung, mich da zu produzieren für die Schule, die ich nicht mochte. Ich habe dann einfach die Kulissen gemalt, die Pariser Skyline mit Sacré-Cœur, mit Notre Dame, mit dem Eiffelturm und der Pariser Oper. Und dann meinte meine Klassenlehrerin nach der Veranstaltung, wo ich das Zeugnis endlich in der Tasche hatte, ja, wer so toll malen und zeichnen kann und zeigte auf die gemalten Kulissen, da kann man auch verstehen, wenn es da so ein paar Defizite in Mathe und Grammatik gibt, ne? Dann bin ich echt sauer geworden und gesagt, Schmitti, weißt du was, ich werde auf deinem Grab tanzen.
bin weggegangen. Mein Vater ging echt die Kinder da nach unten. Und dann wollte ich gerade zur Tür gehen. Dann kam Andreas auf mich zu und meinte so, ey, Alter, tut mir leid, was damals passiert ist. Ey, Jugendsünde. Ey, weißt du, ich habe heute gelernt, bin ganz anders drauf. Ne? Und ich so, Andreas, du bist immer noch ein Rassist, das wissen wir. Kanacken und Ölaugen vom Gummi. Hallo, was soll das denn? Ja, und dann habe ich mir gesagt, Andreas, du willst gar keine Verzeihung von mir. Du bittest mich gerade nicht um Entschuldigung, du hast einfach nur Angst vor Vergeltung. Und die Ruhe gönne ich dir nicht. Ne? Also wenn einer hier aus der Tür rausgeht, dann bist du für mich vogelfrei. So, wenn du mich das nächste Mal liest, dann renn. Und renn verdammt schnell. Das war auch das letzte Mal, als ich ihn gesprochen habe. Ich bin dann zu dem See, wo Thomas auf mich gewartet hat, der See hinter der Eislaufhalle. Ich habe dann irgendwie, weil ich froh war, mit dieser Schule fertig zu sein, habe dann alle Schulhefte und Schulbücher genommen und habe die dann in den See geschmissen. Aber wenn einer meint, das geht sofort unter, nee, dauert wirklich lange. Thomas meinte nur lapidar, deine Schulbücher, die sind genau wie du, die wollen auch nicht untergehen. Ja, das ist auch noch ziemlich leichte Literatur, sagte ich zu ihm. So, und jetzt sind wir schon am Ende der Geschichte angelangt. Jetzt kommt der Epilog. Das war dann 2011. Hamburg im September 2011. Mein Sohn war bei mir, ich war über einen Monat weg. Und er fragte mich, hey Papa, was machst du da? Ja, ich sortiere gerade die Fotos aus Israel. Und dann sah er bei mir auf dem Bildschirm von meinem MacBook die Hakenkreuzstandarte. Und dann sagte er, Papa, das ist verboten, das Zeichen darf man nicht mehr zeigen. Und ich so, Mit 9 Jahren weiß er, was ein verfassungsfeindliches Symbol ist? Okay, dann versuche ich ihm mal das zu erklären. Wenn man, wie auch man den Holocaust für 9-Jährigen erklären mag. Und dann sagte ich zu ihm, ich war in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Dort wird an die vielen Menschen erinnert, die von den Nazis umgebracht wurden. Da zeigen sie die verbotenen Fahnen, um daran zu erinnern, was damals passiert ist. Die Nazis hatten Fahnen mit der Aufschrift Deutschland erwache. Das Gleiche haben die Neonazis in meiner Schule überall hingeklebt und hingeschmiert. Und warum haben die Nazis sie umgebracht? Die haben Menschen getötet, die eine andere Kultur, eine andere Religion oder eine andere Meinung hatten. Und wie haben die Nazis das gemacht? Fragte Tom. Die Nazis haben sie in Lager gebracht und dort getötet. Und hier sehen wir die Fotos aus den Auschwitz-Fotoalben, die auch heute in der Sammlung von Yad Vashem sind, aus der Ausstellung in Yad Vashem. Wie ein Transport von ungarischen Juden in Auschwitz-Birkenau an der Laderampe ankommt. Und das Personal der SS diese dann selektiert in arbeitsfähig und nicht arbeitsfähig. Die arbeitsfähigen, junge Männer und junge Frauen, direkt zur Arbeit. Und die nicht arbeitsfähigen, alte Menschen, Krüppel, schwangere Frauen, Frauen mit Kindern und Kinder, direkt zur Vernichtung, ab ins Gas. Und da meine Geschichte mit dem Leugnen des Holocaust anfängt. Mit dem Propagieren der Auschwitz-Lüge gehe ich hier stilistisch in reale Fotos über, in die Gedenkhalle in Yad Vashem. Dort auf dem Boden sind die Namen der Vernichtungslager, wie Majdanek, Bergen-Belsen, Auschwitz, Sobibor. Und unter der Granitplatte vor der ewigen Flamme, dort ist die Asche von 1000 vergasten Juden. Und unweit davon entfernt ist die Säule der Helden, the Pillar of Heroism. Dort las ich dann, und jetzt gerade, heute die Übersetzung gekriegt, jahrelang hatte ich nur die englische Übersetzung, von Andy Steinman, ein Rabbiner der Butke-Stiftung aus Frankfurt, vielen Dank. Denen, die den Namen Gottes heiligten, den Gefallenen in den Ghettos, den Partisanen in den Wäldern, den Kämpfern der Resistance, den alliierten Soldaten, den brüderlichen Helfern, den Leuchten in der Finsternis, den Helden des Muts und der Bitterkeit, deren allen Leben in Ewigkeit. Und dort habe ich dann zu Ehren dieser Helden den dritten Stein im Gedenken niedergelegt. Vielen Dank. Vielen Dank, Nils. Da fällt es jetzt schwer, wieder in die Geschichte zu gehen bei den eindrücklichen Bildern, die du uns noch gezeigt hast. Puh, ja. Ja, danke.
Ja, ich fand die Übersetzung von Andy fand ich sehr bewegend gerade. Ja. Ja, mir fällt es auch gerade ein bisschen schwer, da wieder rauszukommen. Bevor ich, oder ich versuche einfach noch die beiden Fragen aus dem F&A aufzunehmen. Du hattest vorhin in der ersten Runde, hattest du von Menschen erzählt, die ausgestiegen sind. Und jetzt schreibt jemand, die Aussteiger waren immer noch Rassisten. Das hattest du vorhin gesagt. Nicht Aber alle, nicht alle, nicht alle. entwertet das den Ausstieg total, wird noch gefragt. Nein, überhaupt nicht. Der Ausstieg ist sehr wichtig. Auch solche Opferausstiegsorganisationen wie Exit Germany sind wichtig. Es gibt auch noch lokale Ausstiegsorganisationen. Es ist ja nicht nur, also jeder kann ja seine eigene Meinung haben, kann auch ein bisschen einen Alltagsrassismus vor sich herschieben oder sowas, ne? Aber worum es da bei der rechtsradikalen Szene geht, es sind kriminelle Vereinigungen. Es werden Straftaten gemeinsam verübt, damit man auch nicht mehr aus der Szene rauskommt. Organisierte Kriminalität arbeitet in vielen Medien gleich. Die Rocker-Gangs wie die Hells Angels machen das ähnlich. Um sich halt vor verdeckten Ermittlern zu schützen, werden dann Anwerber aufgefordert, Straftaten zu begehen, was ein verdeckter Ermittler nicht machen darf. Also wirst du erst ein Hells Angels Full Member, wenn du eine Straftat begangen hast. Und viele von den Aussteigern wollen aus diesem kriminellen Milieu und Umfeld raus, weil das verhindert auch dann zum Beispiel, dass sie wirklich aussteigen können, dass sie ein anderes Leben anfangen können, dass sie Beruf erlernen können, Beruf wieder ausüben können, den sie nicht ausüben können, wieder Versöhnung und Frieden finden mit ihrer Familie. Und Versöhnung und Frieden ist eine der wichtigsten Themen beim Ausstieg. Ja. Man hat gemerkt, du warst gerade auch sehr berührt und du erzählst in deiner Geschichte die Geschichte deinem Sohn, von dem du ja auch erwähnt hast. Wie hat dein Sohn auf die Geschichte reagiert? Ich meine, das sind natürlich explizite Bilder, es ist eine sehr persönliche Geschichte und du hast mir auch in der Vorarbeit erzählt, dass das natürlich auch eine Art für dich war, deine Erfahrungen natürlich auch zu verarbeiten. Also mein Sohn ist stolz wie Bolle darauf und dann habe ich ihm noch gesagt, dass du jetzt in Erlangen mitpräsentiert wurdest mit den neuen Batman-Comics und sowas. Und er ist ein totaler Batman-Fan, da war richtig klasse drauf. Ich habe ihm auch mal eine Originalzeichnung vom Batman-Zeichner mitgebracht und leider habe ich es noch nicht geschafft, an seiner Schule eine Lesung zu halten. Aber wir sind im engen Austausch, hat mich auch beraten. Meinen Workshop-Themen, zum Beispiel der Social Media Workshop, den ich an Schulen mache, das ist eine Idee von ihm. So, und er ist auch, also er wird wahrscheinlich eher auch das verurteilen, die AfD zu wählen und er ist dann auch sehr aufgeklärt dadurch und es regt auch Diskussionen an. Auch schon, ich hatte das ja mitgekriegt, dass ich daran arbeite, wo ich 9 war. Ne? Es sind ja noch andere Szenen im Comic drin, wo er dann auch sieht, wie ich diese Toilettenkampfszene zeichne. Ne? Und dann auch dort quasi gegen Gewalt aufzurufen. Oder Gewalt erzeugt ja Gegengewalt. Das ist ja so, das ist immer eine Kette, ne? Ich höre dich gerade nicht, Sabine. Entschuldige, das hast du unterbrochen, das hast du ja auch in deiner Geschichte erzählt. Also, das sind ja auch die drei Steine, die ja auch eine wichtige Rolle spielen, nicht nur im Titel, sondern die greifst du ja natürlich auf. Und der zweite Stein, soweit ich mich erinnere, ist ja der, wo du gesagt hast, dass du die Gewalt nicht weiterführen wirst. Genau darum ging es ja. Korrigiere mich gern, wenn ich das jetzt Nee, falsch ist erinnere. richtig. Der erste Stein deiner Kirmes, das war als Selbstverteidigung, Schutz des eigenen Lebens. Der zweite Stein, wo ich kurz davor war, dem Andreas wirklich die Birne einzuhauen, zu sagen, der Verweigerung der Gewalt. Der erste Versuch, die Spirale der Gewalt zu unterbrechen. Und dann der dritte Stein, der wieder die Funktion wiederkriegt, wie diese Steine vorher am jüdischen Friedhof hatten, Stein des Gedenkens. Ja, so langsam kommen wir zum Schluss auch schon unserer Lesung. Wir haben noch hier Anmerkungen, wie wichtig ist, dass du in den Dialog gehst, trotz aller Widerstände.
Und dass es eine richtig tolle, mitnehmende Lesung war. Immer noch eine Frage, da musst du selbst entscheiden, ob du das beantworten möchtest. Wie geht es mit deinen Eltern weiter? Es ging ja natürlich darum, du warst 14 Jahre alt, du hast Hilfe gesucht bei vielen, bei deinen Eltern, bei Lehrerinnen und Lehrern und hast keine Hilfe bekommen. Und da geht die Frage hin, wie geht es mit deinen Eltern weiter? Also, wie ist da das Also Verhältnis, nehme ich an? im Buch habe ich das auch dargestellt. Ich konzentriere mich jetzt in der Lesung hauptsächlich auf die Szenen in der Schule. Ich habe natürlich meinem Vater gesagt, was vorgefallen ist. Meine Mutter war damals in Trauer. Mein Großvater war gerade gestorben, ihr Vater. Und mein Vater ist dann zum Elternsprechtag. Mein Vater war damals an der Uni Kiel, glaube ich, selber auch Sonderpädagoge. Hab das meinem Vater erzählt und der ist dann zu der Frau Schmidt hin und die hat ihm das alles nur runtergespielt. Da war das Problem, dass die Klassenlehrerin Frau Schmidt, die war alkoholkrank, deshalb hat sie auch, die hat immer Jägermeister getrunken, auch während der Schulzeit. Und die hat immer Knoblauch gegessen, um die Fahne zu übertünchen. Und die wollte nicht, dass irgendwelche negativen Sachen aus ihrer Klasse an die Schulleitung oder ins Kollegium geraten, ne? Und deshalb hat sie meinen Vater da auch angelogen. Und hat ihm gesagt, nee, das ist eine Schulhofschlägerei und das eigentliche Problem sind die Schulnoten von Nils. Und dann habe ich meinen Vater angefleht, mich zu eine andere Schule zu schicken. Ich gehe auch freiwillig ins Internat und er sagt, nee, nee, solange deine Schulnoten nicht besser werden, bleibst du auf dieser Schule. Schwierig, ja. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, möchte ich noch eine Frage aufnehmen, und zwar, ob es auch die Uncut-Version, die du uns ja heute vorgestellt hast, die internationale Variante, die vor allen Dingen in Frankreich veröffentlicht wird, wird es die auch in Deutschland geben? Ja, da war ich letztes Jahr in Stuttgart bei meinem Verlag und die werden das auch rausbringen. Leider hat jetzt Corona den Zeitplan ein bisschen durcheinander gebracht. Ansonsten war es geplant für Frühjahr nächsten Jahres. Muss ich sehen, wie ich da zurechtkomme. Ich bin da auf Suche nach Finanzierung, aber im Moment während Corona schwierig, den Lebensunterhalt zusammenzukriegen. Ich werde es auf jeden Fall, Panini will es rausbringen und da, weil Panini auch in Stuttgart ist, da planen wir auch in Stuttgart die erste Ausstellung dazu. Es sind jetzt drei Verlage aus Frankreich interessiert, aber ich möchte da gerne die Karten nochmal neu mischen. Ich habe jetzt die Übersetzung von den Trailern und auch die Übersetzung der Webseite auf Französisch und werde da nochmal über mein altes Atelier in Angoulême nochmal fragen, wer jetzt die aktuellen Redakteure sind und nochmal in Bewerbungsrunde gehen. Da können wir also gespannt bleiben. Und wird es über drei Steine hinaus, wird es weitere grafische Literatur von dir geben oder liegt da der Fokus jetzt auch eher auf deiner pädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und in Schulen? Du hast Schulpatenschaften erwähnt, die ja sehr wichtig sind. Mein großer Traum ist eigentlich in Frankreich rauszukommen. Das ist die Champions League der Comiczeichner. Und da bin ich ja jetzt sozusagen schon mit 70% im Endspiel. Und natürlich habe ich andere Projekte noch. Meiner Lebensgefährtin Maria, die ist selber Sintesa italienischer Abstammung, hat sehr bewegende Geschichten erlebt, was auch mit Altersrassismus zu tun hat und der Sportkarriere. Da planen wir schon ein bisschen länger dran. Und ich hatte schon in der Zwischenzeit auch immer die Biografie von Jack London, wollte ich mal gerne als Graphic Novel machen. Aber dann mehr so auf den Schwerpunkt Jack London als Seemann hat, ne? Und habe da auch schon recherchiert, habe alle möglichen Bücher gelesen. Auch Jack London war auch ein Rassist, aber war auch ein Sozialist. Und sein Buch, Der Seewolf, war für mich eine große Inspirationsquelle damals, als die Geschichte mit drei Steinen passiert ist. Na, da kommt dieser von Weiden kommt auf das Bu der Humanist von Weiden kommt auf das Boot von Wolf Larsen, wo quasi der Sozialdarwinismus als Vorbote des Faschismus herrscht, wo Gewalt zur Kultur gehört und er sich dann mit Cleverness und Anpassung sozusagen da rauskämpft. Das hat mir sehr weitergeholfen. Ja, das hast du erwähnt, dass du ja auch viel Kraft und auch den Mut genommen hast für all das durch die Bücher, die du gelesen hast und auch durch Comics, die du gelesen hast. Das hast du erwähnt. Genau. Lieber Nils, ganz herzlichen Dank für deine eindrückliche Lesung.
Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Fragen. Ja, und wenn jemand Schulen, Pädagogen kennt, die gerne eine Lesung haben möchte, gerne auf dreisteine.com. Ich komme gerne und wir haben auch Möglichkeiten aus Mitteln der politischen Bildung, dass den Schulen keine Kosten anfallen. Da halte ich es für extrem wichtig, jetzt an die Jugend zu gehen, auch in den schwierigen Zeiten von Corona, wo Verschwörungserzählungen und rechte Propaganda quasi wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt wurden, dass man dort den Jugendlichen den Weg mit begleiten kann, anhand von solchen Geschichten, sich politisch zu positionieren, ein klares Bild zu schaffen, aufzuklären. Vielen Dank. Ja, und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Morgen Abend um 18 Uhr begrüßt Sie mein Kollege Andreas Baumer live auf Facebook. Er spricht im Rahmen unserer Gesprächsreihe Vorher, Nachher, Mittendrin, Corona in Europa mit Erika Meyers über die Situation in den Niederlanden. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss und schönen Abend.